Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Rahmen der Hochschulöffentlichen Vortragsreihe Europagespräche des Instituts für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim. Und ich freue mich heute, Ihnen einen Kollegen, einen Experten vorzustellen, der ganz im Interesse und im Sinne auch dessen arbeitet und forscht, das mit den Schwerpunkten des Instituts für Geschichte ganz stark Hand in Hand geht. Es handelt sich um Simon Strauß. Simon Strauß ist gebürtiger Berliner, wenn man so will, ein Kind des ausklingenden Kalten Krieges, 1988 geboren. Er ist Sohn des bekannten Schriftstellers und renommierten Dramatikers Botho Strauß, seine Mutter Rundfunkautorin Manuela Reichardt. Ich darf erwähnen, dass Herr Strauß schon als Schüler mit der Befragung von Zeitzeugen, wo sich unsere Interessen auch decken, befasst hat, unter anderem mit Überlebenden des Holocaust, so mit dem Zeitzeugen Rolf Josef zusammengekommen ist. Und aus diesen Begegnungen ist auch ein Buch entstanden mit dem Titel Ich muss weitermachen, die Geschichte des Herrn Josef. Diese Gruppe besteht nach wie vor. Sie veranstaltet auch einen Wettbewerb, in dem Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, sich mit der Geschichte des Judentums, mit der Geschichte Menschen jüdischer Glaubensherkunft zu befassen, mit jüdischem Leben in Deutschland. Herr Strauß ist studierter Historiker, genau genommen Althistoriker. Er studierte an verschiedenen Universitäten alte Geschichte, so an der Universität in Basel am Dreiländereck, da grüßt die Euregio Basilensis, in Frankreich an der Universität Poitiers und im Vereinigten Königreich an der University of Cambridge. Er hat einen Promotionsstudiengang absolviert im SFB, also Sonderforschungsbereich Transformation in der Antike bei Alois Winterlin. Er hat schließlich an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert im Jahre 2017 mit einer Studie über den wirklich auch weit über die alte Geschichte hinaus bekannten deutschen Althistoriker Theodor Mommsen und Matthias Gelzer. Herr Strauß ist seit 2016, also schon vor seiner Promotion, aktiv für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo er im Feuilleton tätig ist als Redakteur und so auch die Nachfolge von Gerhard Stadelmeier angetreten hat. Im gleichen Jahr hat er auch ein literarisches Debüt absolviert mit dem Werk Sieben Nächte, welches im Sommer 2019 dann gefolgt wurde von einem zweiten Buch Römische Tage. Im Jahre 2020 gab er auch das Buch Spielplanänderung, Rufzeichen, heraus, in dem 30 Autoren jeweils ein wenig bekanntes Stück als Vorschlag für Spielpläne deutschsprachiger Theater beschrieben haben, darunter beispielsweise Daniel Kehlmann, Nino Haratschwili, Hans Magnus Enzensberger und Botho Strauß. In unserem Zusammenhang der heutigen Veranstaltung mit Simon Strauß ist wichtig zu erwähnen, er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Arbeit an Europa, ein eingetragener Verein. Herr Strauß ist in dem Zusammenhang als Initiator dieses europäischen Zeitzeugenprojekts European Archive of Voices zu erwähnen, zu Deutsch das Europäische Archiv der Stimmen. Dieses Projekt ist unterstützt von der Gerda Henkel Stiftung sowie von der Alfred Grupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Und Herr Strauß ist auch aktiv in der akademischen Lehre, unter anderem an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, wo er unter anderem zur Rezeption des Imperium Romanum in der Publizistik des 20. und 21. Jahrhunderts sich ausgewiesen hat. Die Bayerische Akademie der Schönen Künste hat Herrn Strauß als ordentliches Mitglied der Abteilung Darstellende Künste angenommen. Ich darf erwähnen, dass er 2017 seine Promotionsstudie von Mommsen zu Gelzer, Fragezeichen, die Konzeption römisch-republikanischer Gesellschaft in Staatsrecht und Nobilität veröffentlicht hat im Franz Steiner Verlag in Stuttgart. Die römischen Tage, Tropen sind erschienen bei Klett-Cotta im Jahr 2019 in Stuttgart. Und jüngst darf ich erwähnen, auf dem Sprung der Althistoriker Matthias Gelzer und seine Zeit in Greifswald in der Publikation Altertumswissenschaften in Greifswald, herausgegeben von Susanne Fröhlich. Das ist auch im Steiner Verlag Stuttgart erschienen 2021. Die Sieben Nächte in Berlin 2017, schon die Jahre zuvor.
Herr Strauß hat zwei Auszeichnungen, die erwähnenswert sind. Eine 2017, der Debütpreis des Lübecker Buddenbrockhauses für 7 Nächte. Und ein Jahr später, 2018, Obermeier German Jewish History Award als Mitglied der Rolf-Josef-Gruppe. Ich freue mich, Herr Strauß hier begrüßen zu dürfen. Er spricht heute zum Thema Europa erzählen, das European Archive of Voices und seine Arbeit an Europa. Herr Strauß, Ihnen gehört das Wort. Ja, Herr Gehler, ich danke Ihnen sehr für die ausführliche, freundliche Einführung, überhaupt die Einladung und die Chance, dass wir uns heute mal kennenlernen. So verstehe ich eigentlich auch unser Zusammenkommen jetzt hier, dass es vielleicht nicht so sehr geht um ein wissenschaftliches Projekt, was ich jetzt der Evaluation bei Ihnen vorstellt, sondern dass es darum geht, dass wir etwas gemacht haben, das eigentlich, wenn man so will, eine Privatinitiative war. Aber dann Europa hat eine Privatinitiative oder den Charakter einer Privatinitiative, weil es am Ursprung gar nicht um das ging, was Zeitzeugeninterviews und all das dann, das darauf folgte. Sondern es ging am ursprünglichen darum, die europäische Idee, das, was Europa ist, zu umkreisen. Und zwar in erster Linie intellektuell. Nicht wirtschaftlich, nicht politisch, nicht in Form des Aktivismus, sondern in dem, man möchte vielleicht sagen, altmodischen Rahmen einer wiederkehrenden, denkenden Zusammenkunft mit einer überschaubaren Gruppe von Jungen, das Kriterium Jung auch immer da heißt, aber wir haben es jemand damals definiert bis 40, also junge Intellektuelle, Akademiker, Schriftstellerinnen, Künstler, Juristen, also all die, die das Privileg haben, sich die Gegenwart denkend, der Gegenwart denken zu nähern und eben auch ins Leere hineinzudenken, sozusagen. Also ohne ein Ziel, ohne eine Intention, ohne eine Forschungsvorgabe, sich darüber Gedanken zu machen, was diese europäische Idee im 21. Jahrhundert uns bedeutet, erstmal ganz subjektiv und ausgelöst von der schockierenden oder zumindest durchrüttelnden Nachricht des Brexit, der Brexit-Entscheidung. Die hat uns eigentlich zusammengebracht, sehr unterschiedliche Charaktere, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Ich habe genannt ungefähr die Richtungen, aus denen die Personen kamen, die ungefähr 7, 8 waren, die ursprünglich diesen Kreis gebildet haben und der sich eben dann zum Ziel gesetzt hat, gerade eine Antwort zu finden auf die Brexit-Entscheidung, die man ja in einer gewissen Weise als Pro-Europäer, das wird nicht anders gehen, als uns, als eine gewisse Kränkung auch empfunden hat oder eine Infragestellung von etwas als selbstverständlich angenommen hat. Wir haben uns also dann entschieden, in regelmäßigen Abständen alle 3 Monate zu treffen, und zwar immer in Peripherien, nicht in den Hauptstädten, nicht in den Universitätssälen, nicht sozusagen dort, wo der akademische und politische Diskurs über Europa sowieso schon bestimmten Rahmenbedingungen folgt, sondern wir haben uns explizit zum Ziel genommen, in die Randregionen Europas zu reisen. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir dort immer am Wochenende verbracht haben und uns beschäftigt haben. Also die erste Vorgabe war in Peripherien, in Regionen, die man sonst nicht bereisen wird, ja. Und jetzt die zweite Vorgabe war eine, die sozusagen kommt jetzt aus meiner persönlichen Prägung, historischen Prägung her, oder als Historiker, und zwar insbesondere von deiner Prägung durch Rainer Koselleck. Also die Begriffsgeschichte hat für mich mit diesem Projekt jedenfalls viel zu tun gehabt von Anfang an, dass man sich nämlich über Kernbegriffe des europäischen Diskurses, der auch in allen Ländern in einer gewissen Weise einen Hall hat, aber eben einen unterschiedlichen Hall. Das ist ja auch der große, wie soll ich sagen, das große Vorhaben von Koselleck gewesen, die unterschiedlichen Konnotationen und Qualifikationen der Begriffe denen auf die Spur zu gehen. Und das haben wir jetzt sozusagen radikal popularisiert, wenn man so will, indem wir gesagt haben, wir wollen uns also Begriffe
Unternehmen, die im Diskurs im Moment eine große Rolle spielen, aber die ganz genau nicht so eindeutig zu definieren sind. Nicht? Also Begriffe wie Sicherheit, Nation, wie Religion, wie Grenze, wie Elite, Schlagwörter, die im Umlauf sind, wenn es um europäische Ideen geht, aber eben sehr, sehr schnell in einem ganz bestimmten Kontext intentional benutzt werden. Wir haben versucht, die unterschiedlichen Situationen da rauszuholen. Das war der Anfang eigentlich des Vereins. Ich Ihnen den nur ganz kurz vorstellen, damit Sie sehen, woraus er kommt. Die Begriffsarbeit in den Peripherien war das, was wir uns vorgenommen haben. Diesen Film, ich glaube, ich kann es Ihnen mal abspielen, aber Sie müssen sagen, ob es funktioniert oder nicht, ob es überhaupt verständlich ist. Ansonsten springen wir weiter. Das ist sozusagen unser erstes Dokument gewesen. Unser Verein selber, der sich 2016 gegründet hat, hat mit diesem Film das erste Mal versucht, klarzumachen der Öffentlichkeit. Darum geht es natürlich bei uns schon immer. Wir mussten von Anfang an natürlich versuchen, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es wichtig ist, was wir machen und nicht eben in einem Forschungsbereich oder in einer institutionellen Anwendung uns gefunden haben. Genau, ungefähr haben Sie den Eindruck bekommen. Also hier nochmal das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich die verschiedenen Regionen auch aufgelistet, die wir besucht haben. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail, weil wir wollen ja eigentlich über das European Archive vor allem sprechen. Nur einfach einmal die Selbstbeschreibung, die ja eben nicht ganz uninteressant ist, die wir uns gegeben haben. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kultur, Wissenschaft und Bildung mit einem thematischen, regionalen Bezug auf Europa und seine Geschichte. Wir stehen uns als ein Zusammenschluss von Personen und Einrichtungen, die sich mit kulturellen Erbe Europas, seiner Geisteskultur und Ideengeschichte führen und ihren eigenen Beitrag zu deren Bewahrung, Vermittlung und Fortschreibung leisten möchten. Also hier sehen Sie ja auch schon die der Versuch, sagt das zu popularisieren oder uns zu adaptieren, der berühmte Aufsatz von Koselleck, der jedenfalls für mich sehr wichtig war, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, ich glaube, 1977 erschienen, der hat, wenn man so will, es war eigentlich ein Pate oder ein Kronzeugentext für den Versuch, sich Europa mal nicht zu näher über die institutionelle Verfasstheit oder über die privilegierte personelle Schicht ja, der Europäischen Union, der Repräsentanten der Europäischen Union, die auch eine sehr, sehr interessante und natürlich sehr wichtig zu erforschen, wie Sie das ja eingangs erwähnt, Tätigkeit haben. Aber wir wollen eben versuchen, mal uns unter dem ja auch sehr schwierigen Begriff des Kulturellen, da werden wir vielleicht am Ende dann auch mal zu kommen, was bedeutet das eigentlich, das wissen wir oder wussten wir am Anfang auch nicht so genau. Wir hatten aber eben das Gefühl, dass das ist, das vielleicht doch nicht so übermäßig im Zentrum steht bei der Debatte über Europa, nicht wahr? Wenn man ganz lebensweltlich über Europa spricht, dann kommt man doch in den allermeisten Fällen nach zwei Sätzen auf die EU und Brüssel und dann gibt es entweder positive Erfahrungen oder sogar negative. Aber das, was sozusagen den ursprünglich kulturellen Gedanken Europas ausmacht, der eben über die Europäische Union als sozusagen Repräsentanz dieser EU hinausgeht, das wollten wir uns, dem wollten wir uns von Anfang an widmen. Und daraus entstanden, wenn man so will, ist dann ein großes Netz von unterschiedlichen Initiativen und diese grundsätzliche Verflechtungssituation, die ausgehend von eben diesem einen Begriff Arbeit an Europa, in Klammern gesagt, wird wiederum an etwas spielerisch, an Blumenbergs Arbeit an Mythos natürlich angehen, als Begrifflichkeit, Klammer zu, aber jedenfalls war das eine enthusiastisch zu führende Versuch, das Netz zu spannen in unterschiedliche Projekte. Ich kann gerne am Ende noch mal ein bisschen was einzeln zu anderen Projekten auch sagen, wenn Sie das interessiert. Aber wir konzentrieren uns jetzt heute auf unser zentrales Projekt der letzten zwei Jahre, jedenfalls das Europäische Archiv der Stimme. Ein kollaboratives Zeitzeugenprojekt haben Sie jetzt hier mal genannt. Das heißt, es war von Anfang an dass wir hingehen und Europa erfahren, nicht aus unserer Perspektive, also der Perspektive einer akademisierten, sage ich jetzt mal, jungen Gruppe von Deutschen. Das sage ich so explizit, weil, das wissen Sie sehr wohl, oder haben Sie sehr viel Erfahrung mit,
der europäische Gedanke durch eine gewisse Kontaminierung der deutschen, des deutschen Narrativs, ich würde fast sagen, leidet. Also in ausländischen Zusammenhängen man immer wieder, auch in unseren Unterwegs, auf hochinteressante Weise, immer wieder, wenn es über Europa geht, auf die Rolle Deutschlands zu sprechen. Und zwar, ob das negativ ist, im Sinne von Zweiter Weltkrieg, oder positiv, im Sinne von die heimliche sozusagen Führungsmacht auf diesem Kontinent in Deutschland. Das haben wir von Anfang an reflektiert, wir haben es jetzt nicht theoretisiert, aber wir haben es reflektiert als eine Standortbildung, wenn man so will. Wir sind ein deutscher Verein, wir sind eingetragen in einem deutschen Verein, aber wir wollten eben dem begegnen, das konterkarieren, indem wir Versuche von Anfang an übernommen haben, ein internationales, ein europäisches Netzwerk an jungen Interessierten aufzubauen. Deswegen das Wort Kollaboration, das ist ein Kollektiv, das ist entscheidend für Teilzeugeffekt. Es waren nicht nur fünf Leute, die also das Mikrofon überall hingetragen haben, sondern eben, so kann man das vielleicht ausdrücken, von Anfang an stand die Idee der gleichberechtigten Fläche. Der gleichberechtigten Fläche im Zentrum. Und so sehen Sie hier auch sozusagen das Gründungsteam von jungen Interviewern und Interviewern aus 40 verschiedenen Nationen. Und das will ich Ihnen nur noch einmal unterstreichen, da geht es jetzt nicht um einen Werbeaspekt, ja, das kennt man ja aus der Werbung, Internationalität oder Diversität der Fälle wäre eine Besonderheit, eine moralische Sache an sich. Da würde ich Ihnen immer sagen, das haben wir versucht eigentlich nicht so sehr ins Zentrum zu stellen, dass wir damit Werbung machen, sondern wir haben es wirklich als unseren fundamentalen Ausgangspunkt benutzt, zu sagen, diesen Vorwurf eines deutschen Narrativs oder einer deutsch-französischen Dominierung des europäischen Gedankens heute, dem zu begegnen, indem wir sagen, wir nehmen wirklich jedes Land ernst in ihrer narrativen Potenz, also in ihrer Geschichtsmächtigkeit, wenn man so will, und haben ein bis zwei Vertreterinnen und Vertreter aus diesen Ländern bestimmt. Durch Verbindungen, durch Ausschreibungen, da haben wir unterschiedliche Wege gewählt, um an die Person heranzukommen. Aber das ging doch erstaunlich schnell, also innerhalb von wenigen Monaten. Und das muss man vielleicht auch sagen, ist eben ein Zeitgeist, im positiven Sinne jetzt unseres Projekts. Das wäre so wahrscheinlich vor, vielleicht sagt schon 15 Jahren, nicht möglich gewesen, innerhalb von 3 Monaten ein Netzwerk von 40 unterschiedlichen Leuten zusammenzustellen, aus unterschiedlichen Nationen. Also so schnell, da helfen natürlich einfach soziale Medien und die modernen Kommunikationsformen enorm, um die Leute sehr schnell zu kontaktieren, ins Gespräch zu kommen und sie einzubinden. Wir hatten dann eben relativ schnell die Förderung, wie wir schon erwähnt, das heißt, wir konnten den Leuten durchaus auch etwas zahlen, nicht viel, aber wir haben eine Aufwandsentschädigung zahlen können und eben auch die technischen Gerätschaften zur Verfügung gestellt, also die Aufnahmetechnik. Hier sehen Sie das, was sozusagen am Ende stand, also das war im Januar 2019 und im September 2021 haben wir das Projekt abgeschlossen in Rom vor der Villa Massimo. Das war eine kurze Phase der Pandemie, die uns das zugelassen hat. Da haben wir uns getroffen und haben eben den feierlichen Abschluss unseres Projekts weil das würde jetzt natürlich gerade auch den österreichischen Aspekt interessant sein, diese Passage. Ich sage Ihnen mal, damit Sie ein Gefühl bekommen, was das Material ist, was wir da zusammenbekommen haben. Das ist unsere österreichische Europazeugin, das war bald unser Begriff, den wir benutzt haben, Europazeugin und Interviewer. Also das sind die Paarungen, die wir zusammengesetzt haben. Nicht? Also das Netzwerk von jungen Interviewern und Interviewern war als erstes und ausgehend von deren Vorschlägen in ihren einzelnen Ländern, was besonders reflektionsfreudige, gar nicht mal prominente, aber jedenfalls diskurswillige Persönlichkeiten aus der Generation 1920 bis 1945. Das war unsere Einschränkung, die wir zusammen mit der Gerda-Henkel-Stiftung herausdestilliert haben. Also auf deren Vorschläge sind wir eingegangen und haben dann relativ schnell auch da Zusagen gemacht. Ein bisschen, das werden Sie jetzt gleich sehen, ich habe vorbereitet ein bisschen die Verteilung der Herkünfte und auch der Geschlechter, da haben wir ein bisschen drauf geachtet. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich auf diese, sagen wir, Schwarmintelligenz verlassen, dass eben der nordmazedonische Interviewer uns besser sagen kann, wer ein interessanter Gesprächspartner über die Frage europäischer
Identität ist, als wenn wir sozusagen aus einem Headquarter heraus da die Dinge entscheiden. Also deswegen Kollaboration auch in der Hinsicht, dass wir die Hintergründe der Interviewten relativ selbstständig haben auswählen lassen. Und also jetzt habe ich Ihnen eigentlich eben mal so drei Interviews mitgebracht. Hier sehen Sie jetzt nochmal ganz kurz die, was ich vorhin gesagt habe, also die Fakten, die im Hintergrund stehen. 51 Interviews aus 40 europäischen Ländern in 35 verschiedenen Sprachen. Das ist das, was wir jetzt vorweisen können. Also das haben wir in zwei Jahren, eben integrieren können. Und im weitesten Sinne, die Repräsentanten, also die Europazeugen, stammen aus den Feldern Politik, Kultur und Medien. Ja, immer war unser Ziel, mit den Leuten nicht nur über ihre persönlichen politischen Meinungen zu der Europäischen Union zu reden, sondern sie eben explizit dazu zu befragen, was kulturelle Assoziationen in ihren Ländern mit Europa sein könnten. Nicht wahr? Die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die eigentlich sich ergaben, oder die Reibungen der Generationen, so muss man es eben auch ausdrücken, und das hätte ich Ihnen zum Beispiel gerne hier vorgeführt, um gleich zu Beginn zwischen der Hanna Molden, die werden Sie vielleicht kennen sogar, ist ja eine relativ bekannte Journalistin und Autorin, und Anna-Maria Weiler, die eine junge Journalistin ist, bei der Debattenchefin der Presse. Das war eben sehr, sehr eindrucksvoll, zum Beispiel zu sehen, wie da zwei Frauen aufeinander trafen bei ihren Vorstellungen davon, wie man eigentlich Geschichte zu betrachten habe. Also in diesen Passagen geht es jetzt um die Frage der österreichischen Nationalhymne und ob wie es denn sein kann, dass da also nur die männlichen, also die Männer erwähnt werden, nicht? Also im Text. Und in der Passage streiten diese Generationen eigentlich darum, dass doch heute in einer europäischen Welt, so jedenfalls die Angaben von der Anna-Maria Weiler, es doch nicht sein könne, dass man also immer noch diesen alten patriarchalen Gestus transportiert. Ja? Und da antworten die Hannah Molden eine sehr, sehr interessante Wendung drauf, in der sie eben auf die, wie soll man sagen, auf das Vetorecht der Quelle, auf die Konstellation eingeht und sagt, es gibt eben so etwas wie Geschichte, und gerade wenn wir über Europa denken, nachdenken, sagt sie, es ist enorm wichtig, die Geschichte auch als das zu erkennen, was sie ist, nämlich vergangene Gegenwart und eine Form von Erfahrung, die sich in solchen Texten, die in einer Nationalen eben auch weiter trägt, und dass man es kritisiert, was man darüber spricht, das eine, aber dass man es umschreibt, ist das andere. Nicht? Also es ist ja eine ganz aktuelle, auch in der Feuilleton-Konferenz bei uns diskutierte Fragestellung. Wie geht man mit der Geschichtlichkeit um und wie lässt man sie in die Gegenwart hineinragen oder wie will man sie eigentlich von ihr fernhalten und herausschneiden? Und das ist eben eines der zentralen Themen. Zeit, Zeitlichkeit, Vergangenheit, eines der zentralen Themen, die in den Interviews immer wieder auftauchen, weil natürlich per se alt und jung erstmal diese Fragestellung aufwerfen. Also das nur, um deutlich zu machen, dass es sich dabei jetzt nicht um einen vorgefertigten Katalog von Fragen handelt, der hier abgearbeitet wurde. Wir haben zwar im Großen 10 Themenbereiche, komme ich am Ende vielleicht auch noch kurz zu, festgelegt, ja, die in den Interviews alle ungefähr berührt werden sollen, aber wie die Fragen dann einzeln gestellt wurden und welche Debatten sich sozusagen herausstellen, das haben wir ganz frei gelassen, und das macht den Einsatz natürlich dieses Materials jetzt auch aus, das merken wir, wie unterschiedlich die auch sind, die unterschiedliche Haltung sowohl bei den Alten, aber eben auch bei den Jungen da zutage gefeuert werden. Genau, also hier sehen Sie damit, das war sozusagen unser Auftrag, jetzt haben wir ursprünglich mit dem BDR zusammen, also haben wir verschiedene Workshops gemacht, der technischen und der Aufnahmeleitung, das war ja nicht ganz unwichtig für mehr oder weniger ja Non-Professionals, ja, das waren ja die großen Teil Leute, denen wir diese Aufträge gegeben haben, die das noch nicht gemacht haben in ihrem Leben, ja, zwei dreistündige Interviews geführt. Und wir jetzt eben schon kurz gestreiften Fragenkatalog haben wir zusammen mit dem Soziologen Heinz Bude konzipiert, sagen wir mal, der auch jetzt in unserem Kuratorium ist, der uns eben von Anfang an diese freiheitliche Art der Interviewführung ins Gedächtnis rufen will. Es geht eben nicht um ein journalistisches Interview und auch nicht um ein jetzt ganz streng akademisches Interview, sondern er hatte eben immer stark gemacht, diese Erzählimpulse, die solche Zeitzeugengespräche wichtig machen. Also
Und daraus haben wir dann eben auch die großen Themenbereiche herausgestellt. Zum Beispiel eben, wie erinnern Sie sich an Ihren Schulweg? Oder was waren erste Reiseerlebnisse, die Sie hatten? Also es ging nicht um ganz klare Fragen. Es ging übrigens auch nicht darum, die Biografie in erster Linie der Leute so herauszubekommen und genau zu durchleuchten. Obwohl es natürlich dann immer wieder in Interviews auch viel vorkommt, weil ältere Menschen ja dazu neigen, auch ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Aber wir haben durch die Fragen, die Sie eigentlich auch dazu bringen wollen, über die Institutionen etwas zu erzählen, denen Sie in Ihrem Lebensläufen begegnet sind, über die politischen Zäsuren zu sprechen, die in Ihren Ländern ja ganz unterschiedliche Wirkungen hatten. Also nur als Beispiel, der Fall der Mauer war, sagen wir mal, der Hälfte der Interviews eine entscheidende Zäsur kam vor, aber eben mindestens der anderen Hälfte war zum Beispiel das Tschernobyl-Erlebnis genauso eindrucksvoll und wirkungsvoll und wurde viel mehr darüber gesprochen. Ja. Also das sind so jetzt nur als Beispiele zu geben, das waren die Zielpunkte, auf die es hinausgeht. Und das ist mal mehr oder mal weniger gut gelungen. Ich würde als Historiker auch immer sagen, es gibt eigentlich nicht schlecht geführte Interviews oder Interviews, die nicht irgendetwas haben können an Material, das dann in späteren Blicken, also in Fragestellungen, die erst die Zukunft uns zeigen wird, auf einmal dann interessant wird. Also das sage ich auch immer in meinen Mitschreibern, die sagen, ach Gott, das war das in Englisch jetzt, also als ich auch sozusagen journalistisch auf die Interviews gucke, 40-seitiges Interview mit dem weißrussischen Politiker, dann würde ich jetzt sagen, es liegt nicht an uns, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, ob man da was kürzen kann oder so, damit es irgendwie besser lesbar ist, sondern es wird in späterer Zeit vielleicht mal interessant sein, die Passage, da der Befragte zur Stromversorgung in Minsk in seiner Jugend oder so weiter macht, das so als Beispiel. Also das einfach auch im Laufen zu lassen, die sehr bekannte Interviewpartner da eigentlich herauszufordern, ihre Erfahrungswelt, wenn man so will, in Worte zu fassen, das darum geht. Hier sehen Sie also mal eine kurze Verteilung nach Berufsgruppen, das hatte ich ja angekündigt, also im weitesten Sinne sind das Überbegriff zu bringen, intellektuelle, also eben diskursfreudige, reflektionsmutige Individuen, die also vor allem aus den Bereichen, der Kultur, Schriftsteller, Übersetzer, Intellektuelle, der Uni, Wissenschaftler, Journalisten und entweder aktive Politiker oder Aktivisten in welcher Form auch immer, Gewerkschaftler, Diplomaten sind. Das weil bei verschiedenen Vorstellungen des Projekts immer wieder, vor allem von der Studentenschaft, natürlich kritisierte elitäre Zuschnitt der einzelnen Befragten kommt, würde ich eben immer sagen, uns ging es nicht darum, ein sozialgeschichtliches Projekt zu starten, also in etwa die Frage der Krankenpfleger in ganz Europa miteinander zu vergleichen, wäre ja auch eine spannende Herangehensweise, nicht wahr, in Zeitgeschichte, sondern uns ging es jetzt wirklich darum, diesen uns selber fremden, wenn nicht so ganz genau durchschaubaren Begriff der Kultur durch diese vielen Gespräche irgendwie zu profilieren. Also was könnte das heißen, europäische Kultur? Und da bieten sich natürlich einfach bestimmte Hintergründe für an, diese Frage zu diskutieren und etwas vom Kolorit eines Landes und der einzelnen Färbung dieser Fragestellung herauszubekommen. Hier sehen Sie die Verteilung der Jahrgänge. Unser Ältester, der portugiesische General, genau, der auch immer noch lebt, also der im Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, war seit 22 geboren, 1943 der jüngste ist, glaube ich, C.S. Winterbohm aus den Niederlanden. 28 männliche, 23 weibliche Europa-Zeugen, Zeugen. Genau, das war, sagen wir mal, das ist ja ganz augenfällig, dass das nicht so einfach ist in dieser Generation, Frauen in besonders privilegierten oder Entscheidungs- oder Reflexions-
starken Positionen zu finden. Aber wir haben es eben zum Ziel gemacht und haben da irgendwie, finde ich, auch ein ganz, ganz beachtliches Ergebnis erzielt, sodass man eben nicht sagen kann, dass wir das rein durch eine männliche Perspektive betrachten, die Fragestellung. Wir können es sehen, oder beziehungsweise das kann ich gleich am Ende aber auch nicht so entscheiden. Das sind jetzt sozusagen nur, um den Weg zu markieren vom ersten öffentlichen Auftritt rein zum zweiten. Jetzt gehen wir nochmal vielleicht noch so eine 20 Minuten oder so habe. Ja, sicher. Ich jetzt nochmal etwas detaillierter in drei Interviews hineingehen und auch nur die Textstellen. Die habe ich zum Glück nicht nur jetzt im Oralen, sondern eben auch als Textstelle habe ich die hier. Das ist also zum Beispiel unser französischer Europa-Zeuge Jean-Claude Carrière, den wir einen oder anderen kennen, der zum Beispiel Volker Schöndorf zusammengearbeitet ist, ein Drehbuchautor und Schriftsteller, der interviewt wurde von einer jungen Opernregisseurin in Paris. Und was ich bei diesem Interview so eindrucksvoll fand, und sozusagen so paradigmatisch auch, war die Erfahrungen, die jemand über Europa, zu Europa befragt, mitteilt, sehr, sehr viel mit der Mobilitätserfahrung, mit der Biografie, immer mit sozusagen mit Grenzübergängen. Also wenig hat Pan im Interview kam es zu sprechen auf die aktuellen Fragestellungen der europäischen, sondern eben entscheidend war, dass er eigentlich immer in der Art und Weise über Europa gesprochen hat, dass er Fremdheitserfahrungen schildert. Ja? Also gerade was nicht als europäisch eben erschien, um es mal so auszudrücken. Und da berichtet er eben insbesondere darüber, dass das in seinen Reisen, frühen Reisen in den Osten eben immer so eindrucksvoll, war. Also Sie können hier mal zwei Passagen sehen, dass mir in Bezug auf Europa in meiner Kindheit besonders auffiel, war, dass Europa eine Quelle von Kriegen war. Es war absolut unmöglich, von den Deutschen zu sprechen, ohne ihnen den Feind zu sehen. Wir fanden wir uns im Krieg, als ich Kind war und einer meiner Onkel am ersten Weg gekippt worden. Also hier kommt das auf, was ich hier anfangs erwähnt habe, dass das, würde fast sagen, in zwei Drittel aller Interviews auftaucht. Also irgendwie eine Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, mit Deutschland als Akteur, mit Deutschland als sinnstiftender Macht, wirtschaftlicher Macht, oder wie auch immer. Das ist gar nicht in irgendeiner Weise in einer der Fragen integriert gewesen, ja, aber es kam immer wieder darauf. Und die sozusagen auch wieder auffallende im zweiten Zitat, dass eben diese europäische Frage vielleicht eben auch eine ist, die eine spätere ist. Also er sagt, es gab Frankreich, aber kein Europa. Von Europa hat man nicht gesprochen. Er wusste nicht einmal, was das war. In der Schule lernten wir, es handelt sich um einen der Kontinente, aber es gab in meinen Kindern noch überhaupt nicht das, was nach dem Stand der europäische Geist, der Geist einer mehr oder weniger willkürlichen Vereinigung sehr unterschiedlicher Länder. Also das sind natürlich auch immer wieder so Momente, wo man stutzt, wenn man so selbstverständlich ist, einer jüngeren Generation eben erscheint dieser europäische Gedanke, ist doch vollständig klar, aber in den einzelnen Ländern eben mit unterschiedlichen Schattierungen eigentlich erst ein Bewusstseinsprozess, dass das mehr war als jetzt einfach nur ein Kontinent, dass der eben nachgezeichnet wird. Die Kartierung eigentlich einer Memoriallandschaft, wie man so will, findet sich in den einzelnen Interviews auf eindrucksvolle Weise. Und wie gesagt, sehr häufig hat es was mit Mobilitätserfahrungen zu tun. Also bei dem Karriere kommt das, ich weiß nicht, ob das jetzt hier im zweiten noch hat, genau da ist die Geschichte mit Russland und Polen, wo er eben die Erfahrung sozusagen der Grenzüberschreitung, das ist möglicher für einen Künstler, dass das eben so entscheidend war als Gegenmodell für das, was dann eben europäisch wurde. Also natürlich vor allem auch die Erfahrung mit dem Kommunismus. Aber wenn ich eben auch beispielsweise denke an das nordmazedonische Interview, das wir mit einem Jim Gillis geführt haben, dessen europäische Vorstellungskraft, jedenfalls, wie er das im Rückblick beschreibt, hatte ganz, ganz viel zu tun mit dem Eisenbahnnetz. Ja? Also die Eisenbahn in deinem Land und die Vorstellung, dass man von Nordmazedonien auf einmal nach Paris fahren konnte, war für ihn sozusagen Augenöffner. Ein zweites Beispiel ist, um einfach nochmal den Ramsch, den beiden deutlich zu machen, ist der Theologe und Priester Jesuit Bartholomeo Sorge, weiß ich, ob Sie den kennen, schon mal gelesen haben, der ist vor allem bekannt geworden als Verfechter und furchtloser Verfechter einer Anti-Mafia
ja, Politik in Neapel ist da auch mehrfach bedroht worden. Jedenfalls hat er sehr, sehr eindrucksvolle Bücher darüber geschrieben. Aber darum geht es in dem Interview, wie gesagt, nicht in erster Linie, sondern es gibt seinen Blick, der natürlich katholisch, jesuitisch geprägt ist, auf die europäische Geschichte und ganze Geschichte. Und hier natürlich die entscheidende Fragen, die er auch aufwirft, inwieweit das christliche, das jüdische und das muslimische Europa sozusagen eigentlich in der Synthese das bilden, was er sagt, was die Geburt Europas sein könnte. Also ich zitiere auch nochmal, ich erinnere mich an die Jahre, als ich die Geburt Europas erlebte, ich war bereits erwachsen, als alle noch Stimme angemacht kann, und die Freude nach dem Weltkrieg und auf dem Humanismus aufbauen, das gemeinsames Haus zu bauen. Das ist übrigens auch ein sehr häufig in verschiedenen Interviews wiederkehrender Begriff, das gemeinsame Haus auf dem Humanismus aufbauen. Und dann sah ich die Schwierigkeiten in europäischen politischen Wirtschaftsleben auf, die Schwierigkeiten nicht aus Bosheit. Es gab aber eine Strukturkrise, die auch eine europäische Krise war. Sollte die europäische Idee heute nicht aufgeben, wenn der Prozess der Globalisierung sich gezwungen, auf unterschiedliche Weise zusammenzugehen und einander zu respektieren, ist es wichtig, vom Boden des Hauses aus neu zu gehen, gehen wir also von einem neuen Humanismus aus, diese gemeinsamen Werte in Asien, Afrika, Europa und Lateinamerika zu finden sind, weil sie Teil des menschlichen Bewusstseins sein. Aus diesen Werten fangen wir an, ein neues Modell der Menschheit zu konstruieren. Also hier merkt man ja auch schon mal einen ganz anderen Ton natürlich, das ist das, was ich damit auch nur deutlich machen will, dass die Sprachen erstmal natürlich die Fremdsprachen sind, also wir sind ja in den verschiedenen Landessprachen, das habe ich noch gar nicht bereits, sage ich jetzt erst, vielleicht das wundert dann sicher den einen oder anderen, weil heute man so ein Projekt natürlich eigentlich unter dem Aspekt der der Partizipation des Teils nur in Englisch gemacht hätte, aber uns war eben ganz entscheidend, diese Stimmen auch authentisch klingen zu lassen. Und das heißt eben auch, die 40 verschiedenen Länder in 40 verschiedenen Sprachen deutlich zu machen. Und das hat uns eine ziemliche Mühe gemacht, wie Sie sich vorstellen können, weil wir sie alle transkribiert und haben und dann übersetzen und dann ist das also auch noch mit zu probieren, damit sie verständlich waren. Also das hat uns viel Geld gekostet, aber ich glaube, es ist wichtig, weil dadurch auch die Färbungen der Sprachen und der Erinnerungsgesten, wenn man so will, viel besser einfällt, als auf der weil sehr alten Menschen dazu gezwungen hätte, das in dem Behilfssprache für Englisch zu machen. Also deswegen sind das nicht nur die unterschiedlichen Klänge der Sprachen, also Grammatiken, sondern eben auch der Gesten und der Färbung der Worte, wenn man so will. Also dass der Jesuit oder wenn ich an Schriftsteller, wenn ich an einen zypriotischen Lyriker denke, dass der mit einem viel größeren, jetzt ganz augenfällig, Schatz an Metaphern aufwartet, ja, um über die europäische Geistes- und Kulturgeschichte zu reden, als der Ingenieur oder der Politiker ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass bestimmte Färbungen der nationalen Sichtweise auf die europäische Idee immer wieder durchkommen und sich zum Beispiel die Stichwörter Witzen, wir haben immer spezifisch auch nach Witzen gefragt, die die Menschen in ihren Ländern kennen, über Europa, oder auch in Liedern, Texten, die zentrale Bedeutung in den einzelnen kollektiven Gedächtnissen haben. Also da würde ich eben sagen, die Vielsprachigkeit dieses Projektes ist nicht nur eine der Grammatik, sondern eben auch der Inszenierung von Erinnerungen, wenn man so will. Jeder von diesen Repräsentanten inszeniert sich natürlich in diesem 2- bis 3-stündigen Gespräch auf eine bestimmte Weise. Das wissen wir ja nun, dass es keine Objektivität gibt und schon gar nicht in Zeitzeugengesprächen. Wobei ich eben immer sagen würde, dass die Vorstellung, dass Texte so viel objektiver seien als Zeitzeugengespräche, natürlich eine kleine Trugschluss ist und dass man vielleicht gerade bei einem Gespräch viel besser erkennt oder auch im Nachhinein hören kann, wo jemand auf etwas kommt, was wirklich, sagen wir mal, Common Sense ist, was er einfach nur nachredet, ja, weil es im Schwunge ist, eine Haltung, und wo er sich intensiv auch durch Nachfragen vielleicht erinnert und auf einmal wegkommt von der Geste nur und hinkommt zu einer wirklichen authentischen Erzählung, die er selbst nicht gleich eine Deutung, das ist natürlich
das Interessanteste, wenn Erzählungen nicht gleich auch mit einer Deutungsabsicht herauskommen. Und das war eben dieses Ziel, durch diese Erzählimpulse, die man setzt, die ganz einfach vielleicht erstmal klingen, nicht wahr? Also, bei der Schulweg oder an welchen Lehrer erinnern Sie sich ganz besonders, was hätte denn so? Aber das kommt dann eben zu interessanten Ausgangspunkten der Erfahrungswelt. Hier sehen Sie auch mal einfach nur auch dieses häufig uns gemachte Vorurteil der Kritik, dass wir nur ein proeuropäisches Projekt seien oder dass wir eben nur Leute interviewt hätten, die irgendwie per se schon proeuropäisch sind. Das kann man eben immer ganz schön nehmen mit diesen stark marxistisch geprägten schwedischen Professor für Ideengeschichte, Erik Wiedmann, konterkarieren, der eben das Gegenteil eines Europa-Freundes ist, also kein Anhänger der EU. Das lese ich jetzt nicht alles vor, aber um das eben zu sehen, den Neoliberalismus der 80er Jahre, der seiner Meinung nach eben diese europäische Idee oder die Idee der Europäischen Union, die muss man ja eben mal sagen, konterkariert hätte und das gerade eben das Gegenteil von einem Humanismus ist. Also den kann man immer hervorragend gegen diese jüdischen Blick stellen, um die Breite unseres Materials eigentlich anzudeuten, eben jetzt auch im Inhaltlichen und in den Haltungsfragen. Natürlich, wir sind kein politisches Projekt, wir haben uns jetzt nicht darauf geeinigt, dass wir so und so viele Leute aus der Linken und so und so viel aus der Rechten befragen oder so nicht. Das sind auch alles interessante Herangehensweisen, die man dann aber vielleicht eher als politische Stiftung oder eben Universität machen kann. Das ist die erste Frau in einem Spitzenamt in Europa, in Island nämlich, Finnbogadottir, die von dem Schriftsteller Christoph Magnusson in der Landessprache interviewt worden ist, in Italien, glaube ich. Und die hat eben interessant auch, gerade als ein Nicht-Teil der Europäischen Union, natürlich, wir haben ja mehrere Länder auch, die durch den Europa-Raum zählen, wie Russland, aber auch die Türkei, die da jetzt gerade noch nachschieben, weil das ein bisschen sich verzögert hat durch die politischen Bewegungen. Aber weil wir eben sagen, es geht uns eben nicht um Fragen, dass wir irgendwie ausdrücken wollen, damit es die Europäische Union ist, Europa. Wir wollen gerade eben die Ränder auch beleuchten und die Blicke von den Rändern auf diese europäische Idee kann sehr interessant sein. Und das ist eben in diesem Fall aus Island eben auch nochmal ganz stark, weil da, wenn man so will, auch fast schon um uns das Wort zu geben, die Rolle der Kultur enorm wichtig ist für die Staatspräsidentin. Nicht, dass sie eben sagte, dass für sie Europa ganz entscheidend was mit Universitäten und dem Abkommen zu tun hatte, dass man eben reisen konnte, auch gerade nach US-amerikanischen Universitäten, und dass eben Isländer Erasmus-Stipendien erhalten. Das war alles für sie der zentralen Beweggründe, sich mit europäischen Partnern auseinanderzusetzen. Sie sind Europäer in guter Freundschaft, aber ich wollte uns nicht von den USA abhängig machen oder uns von Europa fernhalten, der Beitritt zur europäischen Wirtschaft, sondern für mich der Weg, um unsere Beziehung zu Europa offen zu halten, vor allem mit der europäischen Kultur in Verbindung zu bleiben, obwohl es ein wirtschaftliches Abkommen ist. Also hier deutet sich ja sozusagen eines unserer zentralen Utopien, wenn man so will, an, dass man also Europa kulturell zu verstehen kann, eben nicht nur politisch, ökonomisch. Herr Kieler, Sie kennen das ja sicherlich, das falsche Zitat von Jacques Lang, transportiert, wenn man Europa noch einmal gründen könnte, dann sollte man es besser auf die Kultur tun. Das hat er ja nie so gesagt, leider. Aber es ist trotzdem ein Zitat, der, wie soll ich sagen, das immer mal wieder einen Nutzen hat, finde ich, auch in der aktuellen Debatte. Und vor allem gegenüber Leuten, die diesen Gedanken so mit einem Wisch abbauen meinen zu können. Das letzte Interview oder ein Blick in unsere Werkstatt ist der polnische Solidarność-Aktivist, der jetzt nochmal aus der ganz osteuropäischen Perspektive natürlich auf Europa schaut, Fragen der Ideologiegeschichte, wenn man so will, und der europäischen Emanzipationsversprechen gegeneinander stellt. Und hier sehen Sie eben auch mal, was ich vorhin sagte, was da rauskommt, wenn man jemanden fragt, an welchen Schultag er sich besonders erinnert, ja? Also Schulweg, aber eben auch dann gab es besondere Tage in der Schule, an die er sich erinnert, und da erzählt er eben an den 5.
erinnert, der am 5. März 1953 den Tag an den Genosse Stalin starb. Es wurde nicht sofort verkündigt. Eines Tages wurde es in Form einer Botschaft an die Schulen verteilt. Zu dieser Zeit wurden in der Schule jeden Tag vorgegeben, sogar die besonderen Zeremonien abgehalten. Es war ein obligatorisches Element der kommunistischen Staatsbürgerlichen und deutschen Erziehung. Diesen Tag rezitierte einer der Schüler Presseinformationen, bestanden in Schulgründer und hörten zu. Die Stimmung war ernst, weil ja bekannt wurde, dass Genosse Stalin gestorben war. Ich bin mir nicht sicher, ob die Lehrer gemeint haben, aber es ist möglich, die Stimmung war ernst. Ja, also da sehen Sie mal, dass das geht sogar noch weiter. Das Zitat beging in unserer Klasse und ein Freund von mir, den ich sehr mochte, dem ich auch eine Schulbank teilte, sagte, schau dir die Wand an, was ich dort geschrieben habe. Da stand geschrieben, lange lebe Genosse Stalin, die Fahne des Friedens, der Anführer der Menschheit, das Vorbild der Anführer und so weiter. Mein Freund sagte, ihr Schiff ist lebe, obwohl er doch tot ist. Du solltest es abreißen. Das heißt, Genosse Stalin ist tot und ich sage, du hast recht, klettert auf einen Kaffee und ist die Buchstaben ab durch die Inschrift Lang lebe Stalin und Genosse Stalin ist tot änderte. Nicht, also da kann man ja auch wirklich mal diese alltagsgeschichtliche oder in Miniatur, wie sich die Ideologiegeschichte des 20. Jahrhunderts in einer, die überschrieben vor allem in einer Erinnerung spiegelt. Und das würde ich eben sagen, ist nach wie vor das, was mich auch am meisten fasziniert an diesem Film, ist, dass man also wie in dem Brennglas Erfahrungen, vergangene Erwartungen herausdestillieren kann und sie kategorisieren kann eben. Und das ist eben eine Geschichte, die uns jetzt, jetzt komme ich zum Ende auch, wirklich herausfordert, aber eben auch motiviert, mit diesem Material umzugehen und uns ihn jetzt eben auf unterschiedliche Art und Weise zu nähern. Und ich kann jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal kurz auf unser Netz kommen, um Ihnen eben sozusagen noch einen kurzen Satz zu sagen, wie wir uns jetzt mit diesem Material auseinandersetzen. Und da spielt natürlich in erster Linie auch das, was da vielleicht dann auch in Hildesheim eine Rolle einnehmen könnte, also die akademische Verarbeitung, Betrachtung des Materials eine Rolle. Wir haben jetzt also mit dem Stichwort eines Blog-Seminars hier Europa erzählt, hier in Praxis von Oral History, also mit vor allem jetzt jüngeren Erst-, Zweit- und Drittsemestern der Geschichtswissenschaften in Universität Bern und der Universität Bremen, jetzt schon in diesem vergangenen Herbst- und Wintersemester Blog-Seminare abgehalten. Und das war wirklich hochspannend, weil für die Studentinnen und Studenten natürlich dieses Thema der Oral History, dass man ja theoretisch durch verschiedene Texte einführen kann, dann so ganz praktisch und vor allem an noch unbearbeiteten Stoff, sagen wir mal, erlebbar war. Und wir haben uns immer, wir haben eigentlich Aufträge dann eben verteilt und zwei Interviews zu vergleichen, wirklich aus ganz unterschiedlichen Sphären und Gedankenwelten. Und die Parallelen, die sich da auftaten, das war doch schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also da können wir ja vielleicht jetzt im Anschluss gleich auch mal drüber reden, also über die akademische und die, ja, die Bearbeitung, die kritische Bearbeitung eines Interviews, die natürlich von so Leitfragen ausgeht. Welches Zeitverständnis spielt da eine Rolle, welche Hintergründe spiegeln sich, wie viel Nationengeschichte ist enthalten, welche einzelnen Konnotationen, sagen wir mal, eben auch der Mentalität, der Erfahrung als historischer Akteur vielleicht auch, teilweise sind die Befragten ja auch selbst Teil gewesen in diesem Prozess, ja, des europäischen der Heranführung auch ihrer Länder an Europa, zum Teil schauen sie es aber auch skeptisch an, wie gesagt, oder leiden auch selber unter einer, wie in Zypern, unter dem Gefühl des Niederwertigen oder des noch nicht vollständig aufgegangenen, durch die Teilung des Landes, in eins genannt, was wirklich noch, wo man so will, einen Vorhang oder einen scharfen Vorhang auch hat in dem Land. Das ist eben auch ein sehr interessantes Interview. Das wurde da unter anderem eben Und das kleine Plus, was wir eben anbieten können, ist, dass wir zum Teil eben die Studentinnen und Studenten dann in Verbindung bringen können mit den Leuten, die Interviews geführt haben und Aussagefällen. Mittlerweile muss man schon sagen, sind mindestens 20 auch gestorben schon von uns Interviewten. Also wir haben ja wirklich diesen letzten Moment ergriffen, aber zum Teil können wir natürlich auch noch mit den alten Europazeugen in Verbindung bringen. Und so eine dreifache Sicht sozusagen dann auf das Material auch herstellen. Genau, die anderen Herangehensweisen sind dann eher musikalisch, also Sie sehen ja links ein Europa, also ein Opernprojekt, das wird in Heidelberg und in Frankfurt, wird es Kurzopern geben, die
sich auf einzelne Interviews beziehen. Und es gibt einen Komponisten, der daraus also auch Klanginstallationen macht. Es gibt, wenn Sie da weiter sehen, auch die grundsätzliche Vorstellung, dass wir dann mit einer Öffentlichkeit tätig sind. Also ich bin gerade hier in Berlin an der Urania und kuratiere dort eine Debattenreihe, die sich auch zusammensetzt aus diesem Netzwerk, also den Jungen, wo wir also immer ein Interview ins Zentrum stellen und dann debattieren, welche aktuellen Schlüsse lassen sich daraus eigentlich. Gerade hochspannend, Ukraine oder Russland, da also auch die Leute ins Gespräch zu bringen. Da gibt es also diese Öffentlichkeitsinteressen. Eine Ausstellung, die vor allem mit Fotografien arbeitet. Wir haben vom Goethe-Institut einen jungen Fotografen finanziert bekommen, der alle Europa-Zeugen und Zeugen abgefahren ist und sie auf besondere Art und Weise fotografiert hat. Also das wird eine Ausstellung geben, die dann auch durch Europa wandern soll, am Ende im Haus der Geschichte. Das sind, glaube ich, enden. Und entscheidend eben auch die Hoffnung haben, dass daraus zusammen mit der Kettmann-Stiftung ein Schulmaterial-Konvolut entsteht. Also mit Lehrern und Lehrern sind wir eben da natürlich auch im Gespräch, weil wir glauben, dass das eben einen anderen Zugang, diese persönlichen Erzählungen, einen anderen Zugang zur europäischen Geschichte geben kann, als das herkömmliche Ereignisgeschichtliche oder die große Heldengeschichte der großen Männer und so weiter. Also, dass man da eben nochmal einen anderen Zugang zu findet und eben ein bisschen, das vielleicht zum Abschluss der kleinen Einführung jetzt zu sagen, ein bisschen das Vorurteil, das Sie auch kennen werden, jeder zumindest gegenüber der Zeitgeschichte in Form der Oral History, ja, da gibt es ja schon immer ein großes Vorurteil, wie ich angedeutet habe, das wäre eben dann zu subjektiv und nicht kritisch und dann könnte da irgendwie ja nicht mit den normalen akademischen Werkzeugen so arbeiten und die Selbstdarstellung der Leute und so. Und das ist ja auch bis in die Schulen geht das. Das merken wir also, dass Lehrer sehr, sehr skeptisch darauf reagieren, weil es natürlich Geschichte in Reimform ist, würde ich ja sagen. Ja? Also man hat ja eben keine, im besten Fall ja auch nicht so viele Layer davor oder die Möglichkeiten über einen Text, die ihn erstmal durch 4, 5, 6 sozusagen Absicherungen kostbar zu machen oder verkostbar zu machen, sondern man muss natürlich sehr, sehr starke Assoziationskräfte haben, sagen wir mal, um zum Beispiel die Landesgeschichte, die man einigermaßen natürlich drauf haben muss, um so ein Interview einordnen zu können, jetzt auch akademisch, das haben wir auch gelernt in der Doktorin, man muss sich dann halt auch erstmal ein bisschen beschäftigen mit der Kultur und der Geschichte Zyperns, um dann bestimmte Assoziationen und vielleicht eben auch Polemiken als die dechiffrieren zu können. Nicht? Das macht ja aber, wie ich finde, den Reiz auf den für den Historiker eigentlich aus, ein solches Interview nicht einfach als für wahre Münze zu nehmen oder einfach das Informationsgehalt zu testen, sondern eben auch die verschiedenen Strukturen eigentlich der Narration und der Art und Weise, wie sich eben das Kollektive im individuellen Gedächtnis spiegelt, dass man das eben da ableiten und ablesen kann und es dann eben, und das wäre jetzt sozusagen das große Ziel natürlich des Projektes, eben auch vergleichbar macht. Also wenn man uns jetzt nochmal fördern würde, dann würde ich sagen, also jetzt zu spezifisch sprechen, dann müsste man eben nochmal wirklich ein Team von Leuten jetzt heranholen und ansetzen, die versuchen, also eine Verschlagwortung, wenn man so will, eigentlich nicht, dieser Interviews herbeizuführen. Also ich habe ja schon mal so Zäsuren, ne? Was sind Zäsuren, die man wieder aufhört? Welche Rolle spielt das Geschlecht in der Art und Weise der Erzählung von Geschichte? Welche Krisen werden berichtet? Widerstand ist eines der zentralen Themen, die immer wieder auch aufkommen. Also wo haben die Menschen Widerstand geleistet? Und hier unterscheidet sich das eben in einem Land wie Portugal zu einem Land wie dem Kosovo zum Beispiel. Ja, das ist natürlich sehr spannend. Dann gibt es doch wieder sehr viele auch Parallelen, auf die man gar nicht kommen würde. Und so dass man also, wenn man das abschließend so sagen kann, einen großen Erzählraum vor sich hat mit diesem Interview, versuchen wir diesen Erzählraum eigentlich zu unterstreichen und wenn man so will, die vielleicht im ersten Moment einfällt, klingende, aber am Ende dann doch wirkungsvolle Definition, was ist Europa? Es ist die Frage an sich, ja? Die Frage ist europäisch, das zu befragen, in einer Art und Weise eben zur Diskussion zu stellen, ist ein europäischer Zug.
und in dem Interview mit Christian Meyer, das ist zum Beispiel, da kommt das auch immer explizit vor, in dem Zitat, dass Konfuzius wäre in China immer zu den Herrschenden gegangen und hätte gesagt, ihr müsst das und das ändern. Und in einem europäischen Zusammenhang, also in Athen, sagt er, wären die Intellektuellen in die Volksversammlung hätten gegangen, wir müssten das debattieren. Es muss eine Frage gestellt werden. Ja? Und diese Fragestellung an sich, also könnte man vielleicht etwas in Horn pointiert sagen, ist das, was für uns nach dieser sozusagen zweijährigen Beschäftigung immer deutlicher als zentrales Kriterium des europäischen Idee erscheint, wenn wir über die Kultur nachdenken. Und dazu soll unser Projekt einen Beitrag leisten, das soll das, wenn man so will, symbolisieren, Gestus des Fragestellens als Kriterium europäischer Identität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und meine Bitte. Ganz herzlichen Dank, Herr Strauß, für Ihre Ausführungen zu einem hochspannenden Vorhaben, das mit großem Interesse hier verfolgt worden ist. Mit mir zusammen sitzt auch ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dominik Arne Klein, der sich auch in der Diskussion beteiligen wird. Er beschäftigt sich mit der Rolle der Grünen im Europäischen Parlament in der Zeit, als sie dann auch dort vertreten waren, in den Jahren 1984 bis 1994. Ich darf nochmal zu Beginn der Diskussion kurz zusammenfassen. Es handelt sich um das Projekt Europäisches Archiv der Stimmen. Wie erwähnt, was Herr Strauß ausgeführt hat, geht es bei diesem Projekt darum, Europazeugen ausfindig zu machen. Es ist eine Privatinitiative. Es ist eine deutsche Vereinsgründung mit einer ganzen Reihe von Leuten, die eingesetzt waren, Interviews zu führen. Es sind über 50 Zeitzeugen interviewt worden, wenn ich es richtig verstanden habe, aus 40 Ländern. Also wir gehen deutlich über die Mitgliederzahl 27 der Europäischen Union hinaus. Offensichtlich ist ein größeres Europa im Blick. Also wenn man so will, ein Europaratseuropa oder ein Europa, das jedenfalls deutlich über die Grenzen der Europäischen Union hinausgeht. Das Ziel bestand darin und besteht darin, wie Herr Strauß ausgeführt hat, Europa zu umkreisen. Vornehmlich aus intellektueller Sicht. Es geht um eine Wiederkehr denkender Zusammenkünfte, die er ausgeführt hat, mit der Hauptfrage, was bedeutet eigentlich Europa, was bedeutet eigentlich die europäische Idee jenseits von Binnenmarkt und Euroraum und politischen Gipfelzusammenkünften von Staats- und Regierungschefs, also um welchen größeren kulturhistorischen Hintergrund geht es. Spannend zu erfahren war auch der Ausgangspunkt. 2016 ist das Jahr der Brexit-Entscheidung im Vereinigten Königreich. Dieses Projekt versteht sich auch als eine Art Antwort, auf eine Art Reaktion auf dieses Brexit-Geschehen, das als eine Reaktion auch als Ausdruck einer Kränkung empfunden ist. Wichtig im Zusammenhang der Einführung in dieses Projekt ist auch der Hinweis von Herrn Strauß, dass man bewusst in Peripherieorte gegangen ist, also im Grunde die Sache von außen oder vom Rand, von den Peripherien zu betrachten versucht hat. Und daran schließt sich bereits eine erste Fragestellung, die ich in dieser ersten Diskussionsrunde aufwerfen möchte. Wie weit ist denn in diesen Gesprächen, in diesen Interviews sozusagen auch erkennbar gewesen, eine Art Gegensatz oder eine Art Kontrast zwischen der Peripherieperspektive und der Kern-Europa- oder Zentraleuropa-Perspektive? Sind hier Erkenntnisse, Aufschlüsse erkennbar gewesen? Ein weiterer wichtiger Hinweis, den Herr Strauß gegeben hat, ist, dass sich dieses Projekt auch an Begriffen orientiert, besonders eben an Begriffen, die sich einer gewissen Eindeutigkeit entziehen, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man also im Grunde verschiedene Assoziationen, verschiedene Vorstellungen entwickeln kann. Erwähnt wurde der Begriff der Sicherheit, ein ganz zentraler Begriff. Reden wir von innerer Sicherheit, reden wir von äußerer Sicherheit, reden wir von sozialer Sicherheit. Also hier auch die Frage, Sie haben ja angesprochen, in wie viel Fremdsprachen auch diese Interviews geführt werden mussten. Wie verhält es sich dann mit der Auswertung dieser Interviews? Werden dann auch entsprechende semantische Differenzen kenntlich gemacht in Form von Anmerkungen. Sie haben ja erwähnt, dass Transkriptionen angefertigt wurden und werden. Bei diesen
Begrifflichkeiten stellt sich natürlich sofort auch die Frage, was leistet eine Beschäftigung mit den unterschiedlichen Begriffsverwendungen, gerade mit Blick auf den Wertediskurs. Wir wissen ja, dass es ganz verschiedene Begriffe gibt, die um diesen Wertekern herum kreisen. Und genau das ist das Problem, weil unter Freiheit, unter Demokratie, unter Gleichheit, unter Sicherheit verstehen teilweise Mittel- und Osteuropäer etwas anderes als die Westeuropäer, wenn man das mal so schablonenhaft erwähnen kann. Damit wären wir schon bei einer weiteren Frage. Ich fasse noch ein bisschen zusammen. Ganz spannend fand ich auch den Hinweis, es ist eine deutsche Vereinsgründung, aber es soll eben nicht nur, aber es geht letztlich doch auch wieder um Deutschland, um die deutsche Frage, die ja, wenn man so will, eigentlich einer der Ausgangspunkte war, um diesen Einigungsgedanken auch zu entwickeln. Deutschland als heimliche Führungsmacht, Deutschland als das zentrale Problem bei der Gründung der Montanunion zur Einhegung des deutschen Potenzials. Heute immer noch die zentrale Herausforderung, welche Rolle spielt die Wahrnehmung der Rolle der Deutschen, Deutschlands, eben aus der Sicht der Peripherie-Europäer oder auch der Mittel-, West- und Osteuropäer. Ich fasse noch ein bisschen zusammen, weil meine erste Fragerunde ist damit schon abgeschlossen. Ganz spannend fand ich auch die Hinweise auf Reinhard Koselleck, auf die unterschiedlichen Interviewpartner, woran sich noch Fragen knüpfen. Auch ganz spannend die von Ihnen erwähnten Zäsurerfahrungen, die unterschiedlich sein können, Stichwort Tschernobyl und Stichwort der 9. November 1989. Sie haben weitere wichtige Stichworte gegeben, auf die ich in der Folgediskussion gerne eingehe, Stichwort Mobilitätserfahrung, Stichwort Grenzen und ihre Überwindung. Auch Europa als späte oder junge Erfahrung, die nationalen Färbungen, die sich widerspiegeln in diesen Gesprächen. Und am Ende haben Sie natürlich auch das Königsproblem in Anführungszeichen angesprochen, das oft mit Zeithistorikern und der Oral History verbunden ist, dass das angeblich keine seriöse akademisch-wissenschaftliche Profession oder Methode sei. Dem kann ich nur auch das entgegenhalten, was Sie schon angedeutet haben. Es ist eine Quellenerforschung wie jede andere, die man mit jeder anderen Quellenkritik, mit jeder anderen Form der Quellenkritik kontrastieren muss, aber zweifelsohne eine ganz wichtige, aufschlussreiche, Information bietende Quelle außer Frage. Sie haben zuletzt auch noch hingewiesen, wie es weitergeht mit dem Projekt, und daraus entnehme ich, dass Sie verschiedene Ziele verfolgen, mit diesem Vorhaben einerseits in der akademischen Lehre präsent zu sein. Da werden wir im Gespräch bleiben. Auch die Frage der Umsetzung der Ergebnisse in Schulen, Bereitstellung von Materialien für den Unterricht in den Schulen. Aber was Sie auch angesprochen haben, entsprechend auch die Umsetzung mit Blick auf Künste, mit Blick auf stärkere Öffentlichkeitsumsetzung. All das zeigt, mit welcher Ambition und mit welchen doch bemerkenswerten Überlegungen Sie Ihr Projekt vorantreiben. Und das wäre sozusagen die erste Fragerunde, die ich eröffnen möchte, und bin gespannt auf Ihre ersten Antworten. Dann schließen wir an mit den nächsten Fragen von Dominik Arne Klein. Vielen Dank. Also vielen Dank erstmal für die wunderbare Zusammenfassung und auch schon für die aufgeworfenen Fragen. Ihre Frage statt, Wertediskurs, deutsches Problem, das würde ich jetzt mal unter diesen drei Bereichen fassen. Also vielleicht können wir zu Beginn gerade bei der des Wertediskurses mal auf die wirklichen sozusagen Bereiche kurz kommen, die wir den Interviewern mitgegeben haben, als, wenn man so will, Anregungen für ihr Gespräch. Und eigentlich haben das auch fast alle befolgt, das heißt, ihre Interviews grob nach diesen 10 Stationen, so haben wir es mal gesagt, zu strukturieren. Wie gesagt, die einzelnen Unterfragen, die Sie hier sehen, die sind ganz frei gewesen und sind auch von den wenigsten genauso gefragt worden. Aber das ist eben zuerst um Home and Origin, also um die Frage von Heimat, Herkunft. Ja, alleine schon ein Begriff, der einen Wertediskurs auslöst. Was bedeutet Heimat? Was löst das aus bei den Leuten? Und da natürlich in diesem Zusammenhang auch starke Erinnerungen an Kindheit, an die ersten Begegnungen mit fremden Personen, nicht die lange Sprache sprechen persönlich, sondern in welchem Zusammenhang ist das passiert? Eben, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Schulbildung, Erfahrungen mit Autoritäten, aber eben auch schon mit Liedern, Musik, den
sozusagen über das Eigen hinaus zu werden, weil da geht es ja eigentlich die Erfahrung von Europa, vom Eigenen abzuwenden und aufs andere zu schauen. Also das ist eigentlich eines der zentralen, auch soll man sagen, zentralen Anlaufstellen für die Frage, Wertediskurs ist schon wieder Heimat begriffen. Ja? Lieber erinnern sich die Leute an ihre Heimat. Aber auch bei der Frage, wie haben sie den Erziehungsweg in ihren Ländern erfahren, haben sie da eher einen positiven oder einen negativen Blick auf die meisten Sens, eher negativer, weil natürlich auch stark von autoritären Strukturen geprägt ist, auch von ideologischen Einflüssen auf das Lehrangebot, sagen wir mal, auch in Unfreiheit da eine große Rolle spielt. Also bei der Frage der Education, der Erziehung und Bildung, kann man vielleicht am ehesten auch so etwas wie Widerstandsmomente herauslösen. Im Interview natürlich zum Beispiel mit Ulitskaya, der Schriftstellerin in Russland, kommen eben auch Erzählungen vor, wie dann einzelne Texte sozusagen geschmuggelt wurden, die eigentlich verboten waren in der Schule und so weiter. Also die klassischen Widerstandsnarrative auch, die dann eben mit europäischer Freiheit, dann kommt eben einfach Meinungsfreiheit assoziiert werden. Dritte Station, Arbeit, also die Erfahrung des Begriffs Arbeit spielt eine große Rolle. Welche Probleme und Konflikte haben sich im Zusammenhang gegeben? Es ist aber meistens auch eben auch der Moment, wo die Leute erzählen über Begegnungen mit anderen Ländern und in unterschiedlichen Kulturen auch des Arbeitens. Auch natürlich ein Feld für Werte und Diskurs, ich habe ja vorhin in Schweden erwähnt, also den Vorwurf des Neokapitalistischen gegenüber Europa, dass das eben nicht dazu geführt hat, dass soziale Ungleichheit geringer geworden ist, sondern eher größer, Competition und so weiter, spielt schon eine große Rolle auch. Ist überhaupt auch bei der vierten Station Political Awareness, also der Vorstellung, wann hat man eigentlich ein politisches Bewusstsein, auch die Verantwortung, ja, wann haben Sie eine der zentralen Fragen, man hat die Verantwortung gefühlt als Bürger, nicht nur für ihre Region oder ihr Land, sondern auch für Europa. Das ist eine der am wenigsten, würde ich jetzt mal sagen, befriedigend beantworteten Fragen auch in dieser Generation, weil die Verantwortung für Europa sich dann doch im meisten dadurch erschöpfte, dass man über den Krieg geredet hat und dass man die Folgen des Krieges verwalten wollte, aber eben nicht in einer Vorstellung, dass man in einer Weise auch selbstständig ein Bürger Europas ist. Nicht? Also die Political Awareness und Cultural Awareness, da geht es dann bei der Kulturerfahrung natürlich zentral darum, hat das einen emanzipatorischen Effekt in ihrem Leben gehabt, welche Freiheiten hat ihnen das gegeben, Literatur zu lesen aus anderen Ländern, Musik zu hören, sich zu beschäftigen mit Kunst. Was für einen Effekt hatte das für Sie als, da geht es mal die schwedische Beispiel, als Chefin der schwedischen Nationalbank? Ja? Sehr interessante Passagen, wo sie darüber redet, wie wichtig sie als erste Frau oder einzige Frau in diesem ganzen männerdominierten Bankendiskurs die Begegnung mit europäischer Kunst gewesen ist, ja? Weil sie sich dadurch auch in einer gewissen Weise profilieren konnte und auch den europäischen Gedanken, wenn man so will, einbringen konnte in Sitzung, ja, der Bank. Also das ist sehr interessant, wie Kultur in dieser Generation häufig so als eine Brücke benutzt wird, um europäische Werte sozusagen salonfähig zu machen in den einzelnen nationalen Zusammenhängen. Freiheit, haben Sie ja vollständig recht angedeutet, ist eigentlich der schwierigsten und wie soll man sagen, überhaupt nicht zu vereinheitlichen Begriffe, natürlich in vielen Ländern, die auch bis heute unter autoritären Strukturen der leiden, gerade osteuropäischen, ist es ein ganz entscheidender Reizbegriff, und zwar jetzt beidseitig, einerseits Unfreiheit im Eigenen, aber dann noch wiederum natürlich auch die Unfreiheit, die durch eine etwaige patriarchale Politik der EU ausgeht. Also Freiheit ist, wenn ich das so vielleicht auf, also ein Begriff sagen würde, der am reizbarsten, ja, war, dann war es der da. Wenn man jetzt sagen würde, wo ist der Wertediskurs am greifbarsten in diesem Interview, sollte man vielleicht immer die Passagen anschauen, wo es, was bedeutet Freiheit, wie haben sie sich
stehen Sie zu der Frage Grenzen oder nicht Grenzen, eigene Reisefreiheit gegenüber der eingeschränkten Passierbarkeit von Grenzen des Kleinen. Ein interessanter, übrigens von Christian Mayer auch initiierter Punkt, den wir aufgenommen haben, ist die Frage der Zukunftsvorstellung. Mayer hat ja bekannterweise mal, oder ich weiß, dass eben auch von seinem Schüler alles zufällig, dass der als Althistoriker Seminare abgehalten hat zur Prognose. Also zur Frage, wie wird in 50 Jahren etwas sein? Auch ein Fall, wo ihn dann die Kollegen natürlich gelächelt haben und gesagt haben, das ist ja ein nettes journalistisches Thema. Aber am Ende, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt mit den Studenten, ist das ein hervorragendes Training für einen Historiker, auch mal sich vollständig zu lösen von der Vergangenheit und Prognosen anzustellen für die Zukunft. Ja? Und das haben wir eben auch immer gemacht. Stellt sich doch mal vor, wie Europa in 50 Jahren aussieht. Weil ganz viel von sozusagen den semantischen Differenzen, die eben auch Mentalitätsdifferenzen sind, sich gerade da dann nochmal ganz nackt darstellen, bei der Art und Weise, wie man die Zukunft imaginiert. Nicht? Also fand ich persönlich einen sehr aufschlussreichen und Punkt. Ja, und Konflikt und Widerstand habe ich vorhin schon erwähnt, Religion, das ewige Freiheit, auch eines der zentralen Streitthemen gewesen, sodass man also sagen kann, diese vergangene Zukunft und die gegenwärtige Zukunft, das auch im Vergleich zu haben, ne, also Station 7 und 10 im Vergleich, das sind die Momente vielleicht, wo Zeitlichkeit und die einzelnen Formationen im Begriff von Zeit deutlich werden, wenn das bei Religion, Widerstand und Freiheit am stärksten so etwas wie der Wertediskurs nach vorne kommt. Nicht wahr? Und vielleicht noch abschließend, oder die zwei Punkte noch kurz, Peripherie und Stadt. Also häufig ist es so, dass die Erzählungen in der Form gehen, dass über ein Aufwachsen in der Provinz geredet wird und dann ein, ne, also die Wilhelm Meisterhafte sozusagen Erzählung, man wechselt in der Provinz auf und kommt in die Großstadt. Und das wird dann konterkariert meistens, also wenn ich das immer so aus meiner Gedächtniskette natürlich auch jetzt nicht alle, ich bin so perfekt, dass ich da eine klare These zu entwickeln könnte, aber ich fand interessant, auch jetzt in der Begegnung mit dem Stoff durch die Augen der Studentinnen und Studenten, dass eben im Alter gerade auf den Blick, der Blick auf Europa, wie soll ich sagen, da wird die Provinzerfahrung in der Jugend eigentlich als ein Werkzeug oder ein Mittel der Kritik benutzt, ja? Dass man eben sagt, die europäische Idee ist sehr stark von den Hauptstädten aus gedacht, also erinnere ich jetzt gerade zum Beispiel im slowenischen Interview, ja, so eine Passage, wo man sagt, die Idee der Europäischen Union ist stark von Hauptstädten aus gedacht. Und eigentlich geht es aber bei Europa ja um Fläche. Es sind so viele unterschiedliche regionale Zusammenhänge, dass man eben nicht im Trugschluss sein sollte, so beschreibt es das Slowenien, dass also die Hauptstädte von da aus mal die Differenzen der Länder erkennen, sondern dass man eben alle die Provinzen hier ins Zentrum legen müsste. Was natürlich immer so auch eine Utopie ist. Man kann natürlich sehr schwer an den unterschiedlichen Provinzen ausmachen, obwohl es ja da hier Herrn Menasse oder so, da auch Vorstellungen gibt, wo man also Europa ganz regionalisiert betrachten kann. Wäre ich jetzt persönlich etwas skeptisch. Aber ja, auch immer, also Peripherie und Stadt ist ein Ausgangspunkt in verschiedenen Interviews, um vor allem, würde ich sagen, des kritischen Blicks auf die Gegenwart und der Erfahrung von Mangel, um das deutlich zu machen, wie der Mangel sich in eine Form von Zivilisation aufgelöst hat. Ja. Und deutsches Problem, das haben Sie ja, sehr richtig erkannt, oder genau darauf wollte ich eine Antwort. Es ist ein deutsches Projekt, damit, dass es diese Fragestellung verfolgt, wie können wir es weniger deutsch machen, ist es wiederum auch deutsch. Ja. Also, das ist genau in diesem Zirkelschluss. Aber ich würde trotzdem sagen, der Versuch ist schon legitim und oder fast auch notwendig, dass man hingeht, gerade aus deutscher Perspektive, und jetzt kommen wir vielleicht fast schon so in ein, ja, wenn man so ein politisches Ziel, politisches Ziel im Sinne von, wie kann man Gemeinschaft stärken und stützen, dass man eben hingehen muss und gerade unter dem Vorurteil, unter dem wir ja leiden, das kann ja aktuell in der Ukraine-Krise ganz deutlich, dass also alle Welt immer auf Deutschland schaut,
wenn es um Europa geht, dass man das konterkariert und sagt, wir haben aber in der Erzählung, ja, von Europa eine Gleichheit. Da spielt eben die deutsche Stimme keine gewichtigere als die kosovarische oder die aus Malta, ja, sondern die Erzählungen, sozusagen die Spannung zwischen Erfahrung und Erwartung, die ja eigentlich Erzählung ausmacht, die ist überall gleichberechtigt. Und das fand ich eigentlich auch so interessant, dass es diesen Ansatz, nur weil ich das gesehen habe, noch gar nicht gab, ja, also dass man den europäischen Gedanken eben dadurch in Szene setzt, etwas jetzt performativ gesprochen, dass man einfach gleichberechtigt die Länder erzählen lässt. Und das wurde übrigens auch, wenn ich es in Klammern noch hinzufügen kann, wir haben ja den Jugend-Karls-Preis bekommen im letzten Jahr von der Europäischen Union, von Frau Schmal ausgehändigt, das wurde da auch besonders hervorgehoben, ja, also auch von den Institutionen selber hat sie sozusagen erkannt, dass das vielleicht eben ein Mittel wäre, um bestimmte Animositäten und Differenzen auf der politischen Ebene zu überspielen. Sagen, Kultur kann eine Brücke sein oder ein Spiegel, um sich schöner zu sehen. Okay, jetzt weiter. Okay, danke für die erschöpfenden Antworten. Wir gehen über zur nächsten Fragerunde und ich bitte Herrn Klein, ja, Platz zu nehmen. Okay, hallo erstmal. Ich möchte einmal noch auf die Frage von Herrn Gehler eingehen, die Sie jetzt, glaube ich, noch nicht ganz beantwortet hatten. Und zwar fand auch ich das Thema der Peripherie und Kern Europas sehr spannend. Und zwar dahingehend auch, Sie sagten zum Beispiel, dass der französische Vertreter davon sprach, dass eigentlich so eine richtige Europa-Diskussion gar nicht früher aufgekommen sei in Frankreich, zumindest bei ihm nicht. Und da fand ich es eben auch spannend zu sehen, solche Fragen, ist es möglicherweise in der Peripherie eher so, dass da vielleicht eher entsprechende Diskussionen aufkommen, weil man da eventuell auch hingestrebt hat zu Kern Europa. Und das fand ich also auch ganz spannend. Da nochmal, ob Sie da sagen können, ob es da tatsächlich Unterschiede gab oder ob man da nicht so einen klaren Unterschied sah. Eine weitere Frage, die jetzt mal ein ganz anderes Thema anspricht. Ich fand es sehr interessant, dass Sie sozusagen gesagt haben, dass Ihre Studenten den elitären Zuschnitt kritisiert haben, weil Sie sagten, es ging im weitesten Sinne um intellektuelle und diskursfreudige Personen, die eben den gewissen Hintergrund haben. Das ist mir soweit, war das auch einleuchtend für mich. Allerdings habe ich mich dann doch nochmal gefragt, wie kommt es also, dass sozusagen ein Gespräch mit Menschen außerhalb dieser Elite keinen Wert für die Diskussion haben? Und ist es dann so, dass eine solche Frage, die Frage der europäischen Identität und die Fragen im Katalog, die kann ja durchaus jeder beantworten, also über seine eigene Arbeit, was er selbst wahrgenommen hat. Kann diese Frage eben nicht von normalen Menschen beantwortet werden? Ist also die europäische Identität, also die gesucht wird, etwas, das von der Elite geschaffen wird und bestimmt wird und wo sozusagen die Elite drüber bestimmt? Das wäre sozusagen die Frage, die daraus kommen würde. Und Sie sagten ja auch zum Beispiel, also ein Beispiel bei den Stationen war ja auch, how will Europe be perceived by the majority in 50 Jahren? Und wir haben ja sozusagen jetzt nur das, was die Elite denkt über die Majority. Und auch zum Beispiel der Brexit, dieses ganz entscheidende Ereignis, war ja nicht etwas, was unbedingt nur von der kulturellen Elite ausging, sondern was meines Wissens ja auch ganz stark eben aus anderen sozialen Schichten mit erwachsen ist, was ja letztendlich für die europäische Identität aber ein ganz zentrales Ereignis dann letztendlich war. Und man sieht das ja beispielsweise auch im Eurobarometer, also das Eurobarometer, die Umfragen, die von der Kommission oder auch vom Parlament gemacht werden, wo eben die Public Opinion, also die öffentliche Meinung auch in der Europäischen Union zur Frage gestellt wird und eben auch aus allen Ländern dargestellt wird und eben auch aus verschiedenen sozialen Bereichen. Von daher, das nochmal meine Frage, nochmal zugespitzt eben auf die auf diesen elitären Zuschnitt, auf die kulturelle Auswahl hier. Das wären jetzt erstmal meine Fragen. Ja, vielen Dank für die guten Fragen und die auch Kritik, weil in der Tat ist das ein Feld,
der Debatte jetzt über das Projekt, das noch nicht ganz klar abgesteckt ist. Ich würde auch sagen, da habe ich jetzt eine Haltung dazu, habe aber andere aus den Gruppen ganz andere Haltungen dazu. Ich spreche ja immer nur jetzt als jemand, der das initiiert hat und der eine eigene persönliche Haltung dazu hat. Die kann ich jetzt hier nur wiedergeben. Es gibt da jetzt keine sozusagen Konsens unter uns, weil in der Tat das ja auch eine Frage ist des Zuschnitts und auch eine Fragestellung, wie lange wählt man aus, würde ich sagen. Also den Prozess der Auswahl von Interviewern und Interviewen, den kann man natürlich viel, viel länger fassen. Also man kann sagen, man nimmt sich dafür ein Jahr oder sogar zwei Jahre Zeit, ein genaues repräsentatives System sich zu überlegen, wo dann eben auch solche Fragestellungen wie soziale Herkunft der Interviewten noch eine viel größere Rolle spielen. Das war es in der Tat bei uns nicht, sondern wir haben uns eigentlich einzig und allein darauf beschränkt, die Geschlechterfrage in Anführungszeichen erstmal zu stellen. Das war schon, würde ich jetzt sagen, herausfordernd genug, wie ich schon andeutete, ne? Mit dieser Generation, also 20 bis 45, Frauen zu finden in den Ländern, das muss man, glaube ich, schon auch immer noch mal im Moment sich vor Augen führen, dass sozusagen Diskussion auch wieder kulturell sehr stark konnotiert ist. Ja. Also in zum Beispiel osteuropäischen Ländern ist schwieriger gewesen, Leute dazu zu empowern, sagen wir jetzt ja mal Neudeutsch, also sie zu Füßen zu gehen, dass sie da bemächtigt sind, auch zu sprechen, schon alleine direkt bei Elsevier. Also in so einem Kontext, ja, wir sind ja immer hingegangen, wir machen das in allen Ländern und wir haben die und die Leute ungefähr schon bis jetzt in der Not, weil das sollten wir ja mal wissen. Und dann sagt ihm zum Beispiel in Nordmazedonien, erinnere ich jetzt nur, der Ingenieur, ja, aber ich, meine Stimme, kann auch gar nicht konkurrieren mit einem Schriftsteller oder einem Philosophen. Also es war in mancher Hinsicht natürlich auch das Problem, wenn man so will, dass man nicht gesagt hat, wir machen jetzt nur ein Interview mit Ihnen und das steht für sich, sondern immer wurde das Ganze natürlich als ein Gesamtprojekt präsentiert und sicherlich auch unterschiedlicherweise von den einzelnen Interviewern. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, also das ist jetzt eine ganz klare Wertung, die man vornehmen kann, dass das eine ökonomisch, vielleicht nochmal mehr, aber vor allem intellektuelle Elite ist, die hier zu Wort kommt und reflektiert über, jetzt würde ich aber eben sagen, nicht in erster Linie über gesamtgesellschaftliche, politische Diskussionen, sondern eben sehr stark schon eigentlich individuell redet. Ja? Also eigentlich, wenn ich so will, nehmen wir die Leute nicht als Repräsentanten für bestimmte Strömungen oder politische Parteien oder Programme oder so ernst, sondern wir nehmen sie ernst als Individuen, die ihr eigenes, die dazu fähig sind, so ein bisschen auszudrücken, ihr eigenes Leben in der europäischen Geschichte zu spiegeln und verschiedene Schnittpunkte und Konfliktlinien da herauszustellen. Und deswegen glaube ich, dass man rechtfertigen kann, auch aus jetzt so pragmatisch-psychologischen Gründen, dass wir diese Auswahl so getroffen haben. Ja, weil wenn wir, wie gesagt, jetzt auch noch, nehmen wir jetzt mal den Krankenpfleger oder die Kindergärtnerin, ja, mit integriert hätten in dieses Netz, ja, dann wäre die Sache vielleicht noch diverser gewesen, kann man sagen, ist erstmal interessanter, aber ich glaube, es wäre in einer gewissen Weise auch unfair oder fast schon herablassen, hätte es leicht sein können, dass man dann sozusagen die Philosophen sprechen lässt und dann die Kindergärtnerin dagegen, ja, ohne dass das jetzt eine Wertung ist. Ich finde halt eigentlich nur, es muss eine gewisse Form von Homogenität gewährleistet sein, damit nicht einzelne Stimmen dann auf einmal einen Sonderstatus oder so zukommen. Das ist jetzt die Kindergärtnerin, die spricht. Ja, natürlich, dass sie aus der so. Sondern dann fände ich es eben persönlich interessanter, ein sozialgeschichtliches Projekt zu initiieren, das eben die Rolle oder die Erfahrung europäischer Identität in einem bestimmten Milieu stärker noch zur Rolle, sozusagen zum Thema. Und in gewisser Weise haben wir das ja getan. Also das wollte ich noch als letzten Punkt da anfügen. Also durch diesen Begriff der Kultur, den wir so stark für uns empfunden haben, ja, haben wir ja eigentlich eine Vorgabe. Das war die einzige Vorgabe, wenn man so will, mit den Jungen, es müssen Leute sein, die mit dem Begriff Kultur in irgendeiner Form was anfangen. Und interessant ist jetzt eben, dass das der Begriff Kultur vielleicht der Kriterium ist dabei. Ne? Also dass
dass man dabei nicht jetzt auf den, wir haben zwar auch eine Sportlerin dabei und eine Geigerin und so, aber wir haben eben jetzt nicht, was weiß ich, ein aus der Alltagskultur stammt dabei. Ja? Aber der Kulturbegriff ist vielleicht eher den Vorwurf, den man sich mal den wir uns jetzt da machen könnten, wäre, dass wir den zu elitär definiert haben. Ja? Aber als Hochkultur. Aber also das nur als Versuch, es gibt da auch gar keine Strategie der Rechtfertigung oder so dafür, außer dass man eben sagt, das hat was mit Zeitbudget zu tun und mit einer bestimmten Vorstellung der Achtung gegenüber den Einzelnen in einem Gesamtkontext, ja, wie sie da erscheinen. Jetzt musst du mal ganz kurz überlegen, die Peripherie habe ich mir jetzt so aufgeschrieben, bei der Nachfrage. Könntest du noch mal ganz kurz die Nachfrage konkretisieren von Peripherie? Ja, gerne. Ich hatte mich also auch gefragt, wie Herr Gehler, ob man letztendlich bei der Diskursproblematik Unterschiede festmachen konnte zwischen den Ländern in der Peripherie und den Ländern im Kern. Und als Beispiel hatte ich genannt, dass der französische Interviewpartner oder Europazeuge gesagt hat, dass das Europa eigentlich als Kontinent bekannt war, aber eine sonstige Diskussion über Europa gab es nicht, sondern es ging eben um Frankreich. Und da hatte ich mich eben auch gefragt, ob anhand dieses Beispiels man da möglicherweise Unterschiede sehen kann zu Ländern in der Peripherie, ob da vielleicht eine andere Vorstellung von Europa schon früher aufgekommen ist, möglicherweise. Ja, das ist natürlich ein sehr interessanter Ansatzpunkt und wie gesagt, auch den könnte man jetzt, da könnte man jetzt vor allem vielleicht unter der Station des Bewusstseins werden von einer politischen Identität, ja, also wann haben Sie überhaupt erstmal nachgedacht über Ihr eigenes Ich hinaus, so ist ja der Ansatz da, wie das dann in manchen Ländern relativ früh mit der europäischen Frage zusammenkommt, in anderen Ländern eben sehr spät oder auch gar nicht. Ja? Und das in der Tat würde ich Ihnen recht geben mit der Vermutung, dass das in kleineren Ländern, nehmen wir nochmal das Stichwort Kosovo, also die aktuell ja auch enorm, wie soll ich sagen, idealistisch auf dieses europäische Projekt gucken, nach wie vor, oder auch Polen, die das jedenfalls der Europazeuge sehr, sehr, sehr stark taten, natürlich eine andere Konnotation, hat sehr viel mit dem kommunistischen Erfahrungswert zu tun und mit der Möglichkeit, Europa als ein Gegenbegriff zum Kommunismus zu verstehen, würde ich sagen, in den Ländern, ja, an die ich jetzt denke. Also auch Weißrussland, wo wir einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner haben, der von einer jungen Historikerin interviewt wurde, die mittlerweile Russland verlassen hat und der wir auch geholfen haben dabei, das war ziemlich abenteuerlich. Jedenfalls, da kommt immer wieder auch so die europäische, leicht melancholisch vielleicht, aber trotzdem die europäische Idee von Freiheit und Menschenrechten und Demokratie als Gegenbegriff zu einer eben ideologischen Enge, ja, seiner eigenen Generation ins Spiel. Nicht unkritisch, nicht irgendwie idealistisch, aber auf jeden Fall deutlich, dass da die Peripherie-Erfahrung, die gehören ja gar nicht wirklich dazu, Ukraine ganz genauso, wie gesagt, und jetzt ja hochaktuell, also das ukrainische Interview ist wirklich hochaktuell, weil darin all das, würde ich sagen, was jetzt auch gerade wieder aufbricht, an Minderwertigkeitskonflikten und dem Gefühl, nicht dazu zu gehören und ein Spielball zu sein zwischen den Mächten und so, schon da auch historisch angelegt ist, Und die Sehnsucht natürlich danach, anerkannt zu werden von den Gründermächten vor allem auch, die kommt da immer wieder zu tragen. Also Luxemburg, ähnliches Beispiel, einerseits zentral im europäischen sozusagen Kosmos verankert und trotzdem als so kleines Land, ja, in dem Interview immer wieder die sozusagen der leicht neidvolle Blick auf den französischen Einfluss bei der ganzen Angelegenheit. Ja. Also deswegen, Sie haben völlig recht und das sind ja auch die interessanten Fragestellungen, die sich wirklich jetzt ergeben, die Peripherie als eigentlich Ausgangspunkt einer kritischen Evaluation dieses Helden-Epochs Europa, wenn man so will, die kann man eigentlich in Interviews wirklich gut nachlesen und
herauskristallisieren. Ich kann, wie gesagt, jetzt noch nicht konkretere Beispiele bringen, weil das wäre eben genauso etwas, was jetzt erarbeitet werden könnte, ne, und müsste von Menschen. Vielen Dank. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an den ersten Punkt von Dominik Arne Klein. Ich habe zunächst beim Zuhören der Einführung auch den Eindruck gehabt, es geht offensichtlich um Alltagserfahrungen, sozusagen Europa von unten. Dann aber ist sehr deutlich geworden, nein, es geht doch um Personen, Persönlichkeiten, die eben im Bereich der Kunst, der Literatur, Schriftsteller, der Musik tätig waren. Das hat doch eine gewisse Art von Elitenprojekt. Andere Eliten, übrigens auch Politiker. Da wäre interessant, welche Politiker sind das? Aber offensichtlich ist es eine andere Art von Elitenprojekt, die auch natürlich in Summe ein homogenes Gesamtdesign ergeben müssen mit Blick auf die kulturelle Dimension Europas. Das ist nochmal ein Punkt, den ich aufgreifen möchte. Ein anderer Punkt, der mir deutlich geworden ist beim Beispiel Österreich. Sie haben Hanna Molden, Jahrgang 1940, und Sie haben Anna-Maria Wallner, Jahrgang 1986. Wir haben es also offensichtlich auch mit unterschiedlichen Generationen zu tun in der Betrachtung der Europazeugen. Und das wirft nochmal eine ganze Reihe von Fragen auf. Nämlich erleben diese unterschiedlichen Generationen eben Europa ganz unterschiedlich? Ich möchte darauf hinweisen, wir haben im Rahmen der Hildesheimer Europagespräche jetzt 15 Jahre lang immer wieder Historikerinnen und Historiker befragt, was für sie eigentlich Europa bedeutet hat und bedeutet in ihren Forschungen, wenn sie überhaupt dazu gearbeitet haben. Und damit war immer die Frage auch verknüpft, wann ist für sie bewusst geworden, dass es sich bei Europa eben mit Blick auf die EU um mehr als nur ein wirtschaftliches, sondern um ein zutiefst politisches Projekt handelt. Und die meisten unserer Gäste, verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, haben geantwortet, im Wesentlichen ist das erst in den 90er Jahren ihnen bewusst geworden, also sehr spät, und zwar im Kontext des Vertrages von Maastricht. Und es gibt auch seit 1995 erst eine Zeitschrift für europäische Integrationsgeschichte, Journal of European Integration History, das trilingual, Deutsch, Englisch, Französisch, im Wesentlichen auf Englisch erscheint. Also die Historiker haben das offensichtlich erst sehr, sehr spät erst aufgegriffen, europäische Integrationsgeschichte als Disziplin. Juristen, Völkerrechtler, Europarechtler natürlich viel, viel früher. Also die Generationenfrage, wie weit spiegeln sich hier Differenzen, Unterschiede in den Wahrnehmungen, Abweichungen, Unterschiede, Differenzen in den Wahrnehmungen. Ein weiterer Punkt ist, Sie haben sehr schön auf dieses Begriffspaar von Reinhard Koselleck abgehoben, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Was haben eigentlich bisher die Interviews ergeben mit Blick auf die Erwartungen, mit Blick auf die Entwicklungsperspektiven Europas als kulturellem Raum auf der einen Seite, aber auch mit Blick auf den europäischen Einigungsgedanken? Wie weit haben hier eben auch Krisenerfahrungen, die Sie schon angesprochen haben mit dem Brexit, aber auch vorher schon die Banken-, Finanzmarkt- und Staatsverschuldungskrise, Stichwort sogenannte Eurokrise, Stichwort Flüchtlingskrise in Anführungszeichen 2015, jetzt ganz aktuell, wie weit wirkt auch sowas wie eine Pandemie auf die Wahrnehmung Europas, seiner Krisenfestigkeit, seiner Krisenmanagementfähigkeit? Das wären so einige Fragen, die mir auch noch beim Zuhören eingefallen sind, die ich Ihnen gerne stellen würde. Und das wäre dann sozusagen der zweite Teil unserer Diskussionsrunde und die drei Fragen, die an Sie jetzt gerichtet waren, Herr Strauß. Dankeschön. Ich will noch einmal ganz kurz zu der Elitendebatte was sagen. Weil Sie haben es völlig richtig konturiert. Ein Projekt von unten ist es nicht. Es geht nicht um ein Europa von unten erzielen. Das muss man ganz klar so sagen. Alles andere wäre Rostverschuldung. Aber es geht eben auch nicht um ein Europa, was von Institutionen erzählt wird oder von oben herab erzählt wird, wenn sich das
in erster Linie politische Entscheidungsträger sind, die hier über ihre über ihr Tun und Wirken reflektieren. Sondern es ist eben die Sphäre dazwischen. Ich will sagen, es ist die Sphäre der Öffentlichkeit. Also die, all diejenigen, die da zu Wort kommen, würde ich jetzt mal sagen, tun das nicht zum ersten Mal. Also sie haben schon in ihren jeweiligen Ländern immer wieder, in welchem Kontext auch immer, dazu Wort ergriffen und haben deswegen auch eine ganz bestimmte öffentliche Rolle, in welcher Form auch immer. Und diese öffentliche Rolle, das würde ich jetzt eben gerne nochmal, weil dieser Begriff Elite eben doch sehr stark einen negativen Kontext in unserem Sprachgebrauch hat, in anderen englisch-anglizistischen oder in Amerika ja gar nicht so sehr, asiatischen noch viel weniger, aber uns ja doch immer, jedenfalls, ja, würde ich jedenfalls sagen, schon in den vielleicht auch sozialdemokratisch gesinnteren deutschen Zusammenhängen wird das dann doch immer sehr schnell als fehlerhaft oder so, oder eben, ich will sagen, diesen Begriff der Öffentlichkeit ganz stark machen, dass das eben, dass das alles Figuren sind, die eine gewisse Verantwortung haben der Vermittlung zwischen ihren Ländern und dem europäischen Gedanken. So, nicht? Also diesen Charakter würde ich nochmal stark machen, dass das Verantwortungsträger sind. Vielleicht habe ich es auch etwas zu flapsig mit dem Wort reflexionsfreudig oder so gesagt. Öffentlichkeit hat natürlich immer was mit Verantwortung zu tun. Und in der Hinsicht, genau, kann man vielleicht diesen Begriff der Elite noch etwas präzisieren, dass das eben Verantwortungsträger sind, die in der Öffentlichkeit stehen und auch zum Teil angefeindet werden dafür, dass sie sich in bestimmter Weise auch äußern. Also das zu diesem Begriff. Sehr spannend natürlich die Frage, inwieweit die Prognosen, die Erwartungshorizonte in irgendeiner Weise sich schon auf einen Begriff zu bringen lassen. Wie gesagt, auch da, das ist jetzt wirklich die Aufgabe. Ja? Man muss jetzt diese 14 Videos angucken und dann den zu konzentrieren. Was ich jetzt nur so meinem Gefühl sagen würde, ist, dass sozusagen der Erfahrungsbaum und der Erwartungshorizont sehr eng beieinander sind. Also das Gegenteil von Consellex-Stabilität-Thesen, dass das auseinandertritt, würde ich sagen, tritt hier ein. Anfang des 21. Jahrhunderts. Also es ist jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt, aber im Wesentlichen sind doch die Erfahrungen der radikalen Veränderung, des Zusammenbruchs bestimmter geistiger Systeme, Stichwort Kommunismus, Fall der Mauer, haben einen so starken, wie will ich sagen, einen so starken psychologischen Effekt auf diese Repräsentanten gehabt, dass sie sich große Veränderungen in der Zukunft gar nicht mehr vorstellen. Also die wenigsten gehen von einer positiv konnotierten Veränderung aus. Das, was am positivsten zu sagen ist, dass es so bleibt, wie es ist. Die Mehrzahl, jetzt sage ich mir, ist eher der Meinung, dass es grundsätzlich Veränderungen zum Negativen haben wird in der Zukunft. Also wir reden jetzt nur von der Art der europäischen Integration, von der Art des Lebens, Wohlstand, also des Wohlstands, der Lebensqualität, der Freiheitsbegriffe, all diese Dinge. Also im Großen und Ganzen ist wie gesagt, der Erfahrungsraum doch der dominierende. Das hat natürlich das mit Alter zu tun. Jetzt kommen wir auf die, ich bin sehr dankbar für den Begriff der Generation, weil er mich auch sonst beschäftigt hat und immer noch tut. Was heißt das eigentlich noch in unserer Zeit? Generation? Ja, wir neigen ja dazu, das irgendwie alles sozusagen halt leicht zu machen und sein Alter spielt gar nicht mehr so eine Rolle und so. Ja, hier bei Kinder sieht man es ganz handgreiflich, allein durch die Fragestellung von einer jungen Generation und das Unverständnis von einer jungen Generation gegenüber dieser ganz, ganz alten. Und auch natürlich in der Frage der Zukunftsvorstellung und der Wechsel, sagen wir mal, des Schauplatzes. Weil natürlich ist ganz stark trotz aller europäischen Blicke die Nationengeschichte und die Vorstellung, dass innerhalb von Nationen Geschichte gemacht wird, dominierend in dieser Generation. Nicht? Also ganz viel wird darüber geredet, wie eben in den einzelnen Ländern Umbrüche, Putsche, Revolutionen, Gewerkschaft, Aufstände und so weiter dazu geführt haben, dass die einzelnen Länder sich Europa zugewandt haben. Aber am Ende ist es ja eben dann doch ein großer Fokus auf die Einzelnationsgeschichte. Und da würde ich sagen, die junge Generation, also jetzt meine,
hat diesen Begriff nicht mehr von Veränderung, dass er eben von den Nationen ausgeht, sondern doch, dass es viel, viel stärker Bedrohungen, in Anführungszeichen, eine Rolle spielen. Natürlich weltweit, also in Klimafragen, aber eben auch sozusagen viel, viel unkonkretere Bedrohungen. Also Zäsuren, die kommen werden, die viel unkonkreter sind, als jetzt eben der General aus Portugal, dessen politische Sozialisation ganz handfest, würde man ja heute sagen, mit Interessensvertretungen, Mehrheitsfindung und Anwendung von Gewalt zu konturieren ist. Nicht? Und da in der Tat gibt es einen Clash, ja? Auch bei auch dem Unverständnis gegenüber, wie die alte Generation in die Zukunft schaut, bei der Generation die Frage, weil für sie Zukunft viel, viel abstrakter, anonymer und dekonstruierter, sage ich jetzt mal, wahrgenommen wird. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank für diese Erläuterung und Erklärung. Ich gehe über zu weiteren Fragen. Ich setze ich fort mit einer dritten Runde, die sich wieder an einigen begrifflichen Formulierungen auch aus Ihrem Vortrag heraus ergeben. Und zwar einmal fand ich spannend, dass Sie da gesagt haben, dass viele dieser Gespräche, die geführt werden konnten mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, auch nationale Färbungen, spezifisch nationale Färbungen mit Blick auf Europa, seine Kultur, den Raum und seine Ideen, seine Gedanken verbinden lassen. Wie weit transportiert damit das Projekt auch, ich sag mal, eine gewisse Nationalisierung? Ich spreche nicht von Nationalismus oder von Renationalisierung, aber von einer Nationalisierung. Und wie weit lässt sich das auch wieder andersherum drehen oder anders perspektivieren durch Europäisierung? Das heißt, werden die Leute auch konfrontiert mit dem dramatischen Wandel auch der Wahrnehmungen von Europa? Denn wir müssen uns ja immer fragen, von welchem Europa reden wir? Reden wir vom Europa der 60er Jahre, als noch ein De Gaulle wirklich maßgeblich war? Reden wir vom sozialdemokratischen Jahrzehnt der 70er Jahre, wie es oft genannt wird? Ralf Dahrendorf spielt da eine Rolle, aber natürlich auch Bruno Kreisky, Olof Palme, Willy Brandt, Helmut Schmidt. Oder reden wir vom Europa des Maastrichts, wo schon Renationalisierungen wirklich erkennbar sind durch Referenden in Dänemark, in Frankreich, die hauchdünn negativ oder auch knapp positiv ausgehen. Die EU ist ja nicht mehr vergleichbar mit der EG der 12, als Griechenland und Spanien und Portugal hinzutraten. Allein die EU der 15 ist nicht mehr vergleichbar mit der EU der 28 minus 1. Also das ist ein Punkt. Dann Stichwort Städte. Ich finde es ein ganz wichtiges Stichwort. Sie haben den Begriff der Fläche dem entgegengehalten. Ich würde dem wiederum entgegenhalten, Europa ist am ehesten in den Städten erlebbar, erfahrbar. Denken Sie an das Europa der Bürgermeister, welche bedeutenden oder wirklich, wenn man so will, sogar Vorkämpfer, das sind wir wieder bei den Pionieren, nicht den Heiligen, aber den Pionieren, die Europa-Idee verkörpert haben, wie Pierre Flamelin für Straßburg, man könnte auch Girac nennen für Paris, wobei das dann später etwas kritischer wird, mit dem Blick oder Willy Brandt für Berlin als regierender Bürgermeister Berlins oder auch an Richard von Weizsäcker. Also das Europa der Bürger, das Europa der Unionsbürger scheint sich ja doch an den Städten festzumachen, wobei man sagen muss, die Mittelosteuropäer sagen ja zu Recht, die wesentlichen Institutionen sitzen nicht in Mittel- und Osteuropa, außer Frontex in Warschau. Alles andere konzentriert sich um Straßburg, Luxemburg, Brüssel, Frankfurt. Also das ist übrigens ein gewaltiges Defizit, auch wenn man an das Haus der europäischen Geschichte denkt, das in Brüssel sitzt. Aber wir haben natürlich keine vergleichbaren Einrichtungen in Mittel- und Osteuropa, Stichwort Krakau, Stichwort Budapest oder Prag. Eine weitere Frage, das fand ich spannend, das führt nochmal ein bisschen auch zur Peripherie. Wir haben ja unterschiedliche Mitgliedsländererweiterungen. Und ich spreche jetzt als Österreicher. Österreich war lange Zeit außen vor. Man hat sich aber sehr wohl auch als pro-europäisch definiert, über den Europarat, über die EFTA.
Aber diese Latecomer, sage ich mal jetzt, haben diese Befragten aus den Latecomer-Ländern, aus den später hinzugekommenen, möglicherweise doch eine etwas distanziertere, möglicherweise auch kritischere Einstellung zum Europa-Gedanken, möglicherweise auch einen Minderwertigkeitskomplex, weil sie nicht zu den Gründervätern oder Gründerväterstaaten gehörten. Wie weit spielt also der Erweiterungsgedanke, die Erweiterungsdimension, die verschiedenen Erweiterungen Nord-Süd-neutralen EFTA-Erweiterungsgeschichte und vor allem dann die Big Bang, sogenannte Osterweiterung, eine Rolle? Und vielleicht noch als letztes ein Punkt, es gibt noch, viele andere Dinge, die mir da durch den Kopf gegangen sind, durch Ihre sehr anregenden Ausführungen. Wir haben zuletzt drei Bände gemacht zu Stichworten. Der erste, Weltgesellschaft. Wie weit spielt eigentlich auch das Außereuropa eine Rolle? Europa und die Welt. Wie weit spielen Außenfaktoren eine Rolle? Also ich rede jetzt von Asien, China, Japan, von den USA, auch von Indien. Wie weit ist Europa der Raum, wo Weltgesellschaft schon möglicherweise am weitesten entwickelt ist? Dann Stichwort Verantwortung, den Begriff haben Sie zu Recht genannt. Da kann ich Ihnen gerne auch ein Buch zukommen lassen, das wir vor nicht allzu langer Zeit mit einem Theologen, mit einem Ethiker gemacht haben, nämlich die Europäische Union als Verantwortungsgemeinschaft, die Europäische Union auch als ethisches Anliegen. Wie weit wurde Ethik, Verantwortung auch explizit in den Interviews gespiegelt? Und die letzte Frage berührt einen Band, den ich auch Ihnen gerne auch zukommen lassen kann, die EU zwischen Konfusion und Vision. Und da möchte ich nochmal auf das zurückkommen, was Sie erwähnt haben, nämlich den Zukunftsaspekt. Ist es, frage ich mich, nicht verwunderlich, dass doch viele, möglicherweise auch mittlere, ältere Generationsbefragte, sich weniger viel von der Zukunft des Europagedankens erwarten, jenseits der EU, weil man im Grunde, ich sage jetzt nicht alles, aber fast schon alles erreicht hat. Nämlich im Grunde hat man den Binnenmarkt erreicht, man hat eine einheitliche Währung, man hat im Grunde bis auf die jüngsten Peripherie-Herausforderungen Brexit, Ukraine, Türkei, im Grunde die Vereinigung des Kontinents im Wesentlichen erreicht, wenn man den EWR-Raum hinzurechnet mit Norwegen, mit Liechtenstein und Island. Also im Grunde die großeuropäische Lösung weitgehend erreicht. Die Frage ist ja, was will man noch erreichen? Das sind natürlich sofort die Themen Digitalisierung, Klima, Umwelt, auch im Raum. Aber läuft dieses Projekt nicht Gefahr, sage ich mal, schon Opfer des eigenen Erfolges geworden zu sein? Das vor allem die Generationenfrage wieder betrifft, die Jüngere möglicherweise vieles als so selbstverständlich ansieht, das aber gar nicht selbstverständlich ist, weil es wirklich hart und zäh in unendlichen Gipfelkonferenzen in Kompromissformeln abgerungen wurde, den Nationalstaaten übrigens. Wie weit ist eigentlich überhaupt, letzte Frage, den meisten Befragten klar, dass es ein dialektisches Zusammenspiel zwischen mitgliedstaatlicher Existenz und europäischer Verantwortungsverpflichtung gibt, dass sowohl die eine Seite, sprich der Nationalstaat, als auch die andere Seite, Stichwort die EU-Institutionen, nicht wechselseitig voneinander abhängig sind und nur noch durch Existenz beider Seiten überhaupt existieren können im Lichte der globalen Herausforderungen. Wie weit ist dieser Zusammenhang als zwingend erkennbar? Oder sagen auch die ein oder anderen Befragten, dass das eben nur ein Projekt auf Zeit ist und auch wieder so vergehen kann, wie vieles in der Geschichte vergehen kann und auch am Ende vergänglich sein wird. Sie sehen also, was Ihr Projekt alles für Fragen auslöst. Super spannend, sehr, sehr anregend. Und ich denke, das ist Anknüpfungspunkt für viele weitere Begegnungen und für einen weiteren Gedankenaustausch. Ja, vielen Dank. Es macht mir großen Spaß und ich freue mich, wenn wir das etwas fortsetzen vielleicht. Weil in der Tat, ich meine, ich merke ja auch in der Art, wie Sie fragen, dass Sie die ganze Sache eben auch jetzt mehr als einfach nur unter fachlichen Aspekten, sage ich jetzt mal, interessiert, sondern dass das wirklich alles Fragen sind, die im Wesentlichen
schon an, dass wir auch unsere eigene Verantwortung, also jetzt wirklich ganz privat gesprochen, und so geht es mir eben auch. Ich hab ein großes, wie soll ich das ausdrücken? Ja, schon das Gefühl, in ein gemachtes Bett hineingekommen zu sein. Die europäische Einigung hat stattgefunden vor meiner Zeit und die wirklich wesentlichen und also herausfordernden Entscheidungen auch von ihrer, würde ich sagen. Und jetzt ist doch wirklich die Frage, wie gehen wir mit diesem Geschenk oder vielleicht mit der praktisch aus irgendwie dieser gegebenen Struktur, die gut funktioniert hat, das muss man ja immer allen sagen, es hat verhindert, dass es auf diesem Kontinent wieder zu einem so verheerenden Konflikt gekommen ist, wie es davor war. Und wenn die Jugoslawien fliegt, den muss man immer unterstreichen in diesem Zusammenhang. Das sagen die osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen natürlich in diesem Zusammenhang. Es gab einen Krieg in Europa und der war auch verheerend und furchtbar, ja, das stimmt, da hat auch die europäische Idee, wenn man so viel versagt, aber trotzdem, man muss ja immer auch bei aller Kritik und bei allen Negativen sagen, diese gegebene Struktur, die uns mehr oder weniger ein Geschenk überreicht worden ist, was machen wir jetzt damit? Ja? Und wie halten wir es lebendig? Und wie kriegen wir es hin, dass eine jüngere Generation nicht davon sich abgeschreckt fühlt, weil es zu eben eine zu starke Abstraktionsebene hat und eine zu große Komplexität suggeriert, ja? Also so, dass man sagt, dass die Europäische Union ist eigentlich wie ein Text von Niklas Luhmann, da verstehst du jetzt nur 15 von, ja? So. Das darf eben nicht sein. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass so Projekte wie unseres und auch was Sie machen, die zentrale Arbeit jetzt. Und wir werden uns alle, glaube ich, kurz einmal umschauen, wie wichtig Europa wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass es viel, viel wichtiger noch wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, als wir uns das jetzt heute vorstellen können. Aber jetzt komme ich noch mal kurz zu den vielen verschiedenen Fragen. Also ich bin jetzt verständlich, ich kann da nur jetzt kurz drauf versuchen einzugehen. Also interessant, welches Europa oder ist dem, ich fange jetzt mal von hinten an, ist dem Instituten eigentlich bewusst, dass sie, wenn so wie immer in schizophrenen Situationen aufhalten. Und da fällt mir jetzt gerade eine Assoziation ein, mal, um das deutlich zu machen, was ich mit der Realität da bedeutet, von der norwegischen Politik, die das eben, diese, genau das, was sie beschreiben, also diese, das einerseits und andererseits auf den Begriff der zwei Körper bringt. Also Kantorowitsch, zwei Körper, das Bild, dass sie das sozusagen beschreibt, die nationale Identität ist der eine Körper, die europäische Identität ist der andere und sozusagen der eine stirbt vielleicht dann, der nationale, aber der andere wird weiterleben. Ja? Oder, also, da müssen wir jetzt nochmal genau angucken, wie die Metapher eben ausgeführt wird, aber daran erinnere ich mich und ich finde das eigentlich auch eine sehr eingängige Beschreibung, also bei Schizophrenie ja auch schon sofort wieder hier, aber Dialektik auch vielleicht, aber es sind einfach zwei unterschiedliche Körper, die einfach sozusagen von derselben Seele getragen werden. Das finde ich, also nur als Beispiel, ne, dass das reduziert wird. Also in der Tat ist es so, dass vor allem bei den philosophischen, aber eben auch bei den religiösen, wir haben ja nicht nur den Jesuiten, sondern zum Beispiel auch einen Kurienkardinal, den Brandtüger, den Vatikan, ja, der, wenn man so will, sicherlich den Konservativen, die sehr stark darauf hindeuten, dass es eben auch darum geht, einen gewissen ursprünglichen Gedanken von Europa zu transportieren und zu sichern für die Zukunft. Also deswegen meine ich im Wort konservativ jetzt im wörtlichen Sinne, also im Wesentlichen ist diese ethische Dimension eine, die sich im Zusammenhang mit dem Bestehenden, mit der Frage natürlich dann auch der Verfasstheit, was Religion, was soziale Mobilität ist vielleicht zu scharf, aber natürlich im Begriff oder in Verbindung mit der angeblich drohenden muslimischen Unterwanderung Europas, ist ja da immer wieder auftaucht, nicht? Also, dass das eben etwas sei, was nicht europäisch ist, das kommt schon immer wieder vor. Wobei man sagen muss, dass, wie gesagt, da wir ja jetzt nicht Vertreter politischer Parteien, rechte ist immer Parteien interviewt haben, sondern eher eben Intellektuelle ist auch, wie soll ich sagen, man muss das genau, also müssen wir genau anschauen. Wir haben nochmal das Beispiel Zypern, das ist ein Lyriker, der sehr stark über die Frage griechisches Sprechen, ja, also ne, die Sprache.
Sprache griechisch-lang, ja, reflektiert. Jetzt klingt das in unseren Ohren, wenn man das jetzt unbedarft liest, sehr nationalistisch und hat einen Impuls, wo man sofort so zurückschreckt vielleicht. Ja. Aber wenn man das genauer betrachtet und sich dann erklären lässt von auch den jungen Zypriotern, dann hat das Ganze andere Konnotationen. Also ich will damit einfach sagen, was wir auch dann schnell vielleicht aus deutscher Perspektive oder so meinen, klar zu dechiffrieren als politisch motivierte Ethik oder Nationalismus, ist es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht in der Form oder hat jedenfalls andere Konnotationen. Also das würde ich zu diesem Stichwort sagen. Europa und die Welt. Also immer wieder taucht Asien als Bedrohung auf in dieser älteren Generation. Als ein fundamentales Gegenprogramm der europäischen Verfasstheit. Das ist wirklich auffällig. Und zwar jetzt ganz querbeet. Also das hat keine nationale, wie Sie es schon sagen, so wie ich vorhin sagte, dass häufig, wenn nach Europa gefragt wird, irgendwann auch Deutschland die Rede kommt, so kommt auch häufig in der größte nach Europa gefragt, die Rede auf Asien. Als vermeintlich, sag ich jetzt mal, einfacher Gegenpol. Ich habe es ja vorhin auch gerade bei den Maya gesagt, ne? Konfuzius hätte. Ich glaube, dass das natürlich aus einem tiefen Ressentiment oder Stereotyp heraus sozusagen so formuliert wird. Und gleichzeitig muss man trotzdem denken daran, dass es natürlich für diese Generation nochmal vielleicht mehr als für uns wirklich die komplette Fremde bedeutet hat. Nicht? Also mit asiatischen Kulturen oder Zusammenhängen in Verbindung gekommen zu sein, sind dieser Generation praktisch kommt einfach nicht vor. Ja? Und das ist ja schon eben, auffällig, sagen wir mal. Also deswegen glaube ich, dass das als Chiffre für das Fremde, nicht das nächste Fremde, sondern das wirklich Fremde da auftaucht. Ja? Gucke ich mal weiter über die Fragen, die Sie mir gestellt haben. Europa und die Welt, haben wir gesagt, die nationale Färbung. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Also, wenn Sie dann zum Beispiel mal das Interview aus Dänemark, ja, anschauen. Ich würde Ihnen gerne noch eine Passage davon machen. Da geht es um eine Begegnung, die eben diese Chefin der Weltbank, wie ich sagte, hatte, als sie sich erinnert, gefragt übrigens nach ihren frühesten Erfahrungen von europäischer Zugehörigkeit. Ja? Oder erinnert sie sich an einen Besuch mit ihrer Mutter in einem Confectioner's Shop, also einem Laden, wo sie Kaffee getrunken haben und Kuchen gegessen haben. Und dann heißt es, dann saßen wir da und auf einmal stand jemand auf und sang einen dänischen Liberation Song, also einen Freiheitslied. A lark took off and a thousand followed. And all the guests joined in. Ich lese jetzt das Englische, die Englische übersetzen. Ne? It was this feeling of community, of a forward-looking, hopeful European community. It was my first real emotional experience of Europe. Also dass dieses Lied, was eben sozusagen diesen Aspekt hatte, einer steht auf und dann folgen Tausende und das ist sozusagen die Befreiung von der deutschen Okkupation hin zu einem europäisch gesinnten Dänemark, dass das eben für sie, dieses Lied als Kind, sehr, sehr eindrucksvoll war, um so etwas wie Europa zu begreifen. Und das wollte ich Ihnen sagen, da gibt es ja eine ganz klare nationale Färbung. Ja? Also aus der eigenen Okkupationsgeschichte heraus wird der europäische Punkt gemacht. Also das fand ich auch wirklich eindrucksvoll und ich habe mal gesagt, ist das zum Beispiel auch so eine Sache, die ich jetzt unserem Hofkomponisten sozusagen gegeben habe, ja, und dass man eben von diesem Lied, was es auch gibt, und dass man das eben jetzt aufnimmt und einsingen lässt und wirklich ernst nimmt als eine Assoziation historischen Gedächtnisses bei einer Person, die darüber eben, ich sage so eine Schlüsselgeschichte für sie, darüber europäische Identität sich selbst klar macht. Also deswegen, finde ich interessante Passagen. Immer wenn Kunstwerke in Erinnerung kommen,
um über Europa sprechen zu können. Ich glaube eben wirklich, dass auch das Europa ein Problem, deswegen hat in einer jungen Generation, weil viele, so wie es eben auch angehört haben, sie können gar nicht darüber sprechen, weil sie kennen die ganzen Fakten nicht. Sie haben die ganzen eben die Geografie nicht vor Augen. Sie wissen die einschneidenden politischen Dinge alle nicht. Ja? Und dass Kultur und Kunst da ein Mittel der Kommunikation sein kann. Jeder versteht, dass Kunst nicht national zu denken ist. Jeder. Selbst wenn er nur eine Netflix-Serie voll ist, ist eindeutig klar, dass Erzählungen niemals rein national zu fassen sind. Und selbst wenn ein polnischer Fernsehsender versucht, die Geschichte sich zurecht zu konstruieren aus nationaler Perspektive, dann wird immer auch der Konflikt mit den anderen dargestellt. Also ich meine nur, das ist ja das Tolle daran, dass kulturelle Beschreibungen von Gegenwart und Vergangenheit immer auch das andere mit einschließen und dass man da eben nationale Färbung einerseits hat, aber andererseits absolutiert. Und das würde ich übrigens auch nochmal gegenüber Ihrem sehr interessanten Einwand, dass wir also vielleicht gewissermaßen durch die Hintertür eine Nationalisierung europäischer Geschichte in das Wort nehmen. Da würde ich sagen, ja, weil ich glaube nicht daran, dass das ein Gegensatz ist, oder dass wir sozusagen das Nationenbegriff an sich verteufeln würden. Nein, im Gegenteil, ich würde es so ausdrücken, er ist eine Vorbereitung. Also zur Nation sich zugehörig zu fühlen, ist für meinen Begriff eine Vorbereitung, ein Training, ein bürgerschaftliches Training, um sich auch europäisch fühlen zu können. Wenn man keinerlei Begriff von Nation hat, dann wird man sich auch nicht europäisch fühlen. Also es ist vielleicht eine gewagte These, aber ich würde schon gehen, dass unter diesem Trainingsaspekt der Partizipation und der Verantwortung zu tun, dass das ganz entscheidend ist. Und in dem Punkt hat es dann natürlich auch wieder recht, dass Städte als Integrationsorte viel größere Möglichkeiten bieten vielleicht als die Fläche. Wobei man eben auch da sagen muss, dass, also das kennen wir ja alle von Reisen durch Länder, dass man die interessantesten Gespräche, die einem wirklich nachgehen, nicht im selben Milieu führt, weil großstädtische Milieus sich ja dann doch sehr ähneln, nicht? Und Reisen und weltgewandt und auch die Art des Sprechens und die Kommunikationsdiensten und so weiter, die wir beherrschen, und führhaften Kapital, die wir alle haben, die natürlich eben interessanterweise in Frage gestellt werden auf einer griechischen Insel oder im isländischen Hochland, ja? Dass man eben sagt, dort ist eben auch Europa, nur eben nicht in der verfassten Form, aber für das kulturelle Europa, um das nochmal Punkt zu machen, ist es eben genauso interessant wie das städtische. Für die Integration und das partizipative Moment, das partizipative Training, sagen wir mal, ist eine Stadt natürlich der bessere Ausgangspunkt, um sich politisch zu europäisieren. Aber um sich kulturell mit Europa zu beschäftigen, ist wahrscheinlich so der Blick oder der unvoreingenommene Blick auf das nächste Fremde in der Fläche, der enthusiastische oder der Aufschlussbeispiel. Ich glaube, damit lasse ich es jetzt erstmal, wenn Sie gestatten, und danke Ihnen nochmal sehr für die tollen Fragen. Es ist auf jeden Fall gestattet, lieber Herr Strauß. Wir sind sehr beeindruckt von dem Projekt, das Sie uns heute vorgestellt haben, einer auch größeren Zuhörerschaft präsentiert haben. Die besteht aus Studierenden der Universität Hildesheim, aber auch aus Schülerinnen und Schülern, die uns regelmäßig folgen, beispielsweise vom Goethe-Gymnasium in Hildesheim, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hildesheim und des Landkreises Hildesheim, die uns an sich in der Regel in der Volkshochschule im Riedelsaal mit recht großer Beteiligung regelmäßig folgen und zuhören, was leider in den Zeiten, in denen wir uns noch befinden, leider nicht möglich ist. Umso mehr schätze ich das, dass wir Ihren Vortrag heute erleben konnten und auch aufzeichnen konnten und vor allen Dingen die sehr gehaltvolle und intensive Diskussion im Zuge der Präsentation Ihres Projekts. Haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in die Entstehung, in die Entwicklung, in die Aus- und Durchführung des Projekts. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben den Eindruck gewonnen, dass Sie damit viele neue Perspektiven, Erkenntnisse, Aufschlüsse geliefert haben, die auch für die sogenannte akademische Europa- und Integrationsforschung wichtig sind. Es sind Quellen, die Sie erschlossen haben,
Einschätzungen verschiedener Generationen aus ganz verschiedenen Ländern jenseits des sogenannten EU-Europas, aber Stimmen, die Gewicht haben, Stimmen, die über Europa auch reflektiert haben, die über den einfachen Bürger hinaus ein gewichtiges Wort haben. Es ist keine Geschichte Europas von unten, sondern eine andere Zugangsweise, das Europa der Intellektuellen, der Kulturschaffenden, der Reflektierenden, der Musiker, der Künstler, der Schriftsteller, der Literaten. Und das gehört eben auch zu diesem größeren Europa. Sie haben zu Recht gesagt, der Kulturbegriff wurde ja auch erst in den 90er Jahren stärker in den Verträgen aufgegriffen und verankert. Das beginnt mit Maastricht. Man hat begriffen, dass Kultur, wenn man so will, auch ein wichtiges Mittel ist zur Vermittlung der Europäischen Union, wenn nicht sogar ein Exportgut, in gewisser Weise ein Kapital auch, das eingesetzt wird, auch zur Legitimation der europäischen Integration. Wir haben zu danken für ein sehr intensives Gespräch und Ihre Ausführungen. Und ich bin mir sicher, dass sich Anknüpfungspunkte ergeben, auch für weitere Begegnungen und für eine Fortsetzung dieses Austausches. Herzlichen Dank, Herr Strauß aus Hildesheim, auch im Namen unseres hier kleinen versammelten Teams. Wir danken Herrn Beining, unserem Beauftragten für die audiovisuelle Quellenaufbereitung. Wir danken Herrn Jonas Kaiser für die Assistenz, die heute von technischer Bedeutung war, und auch Dominik Arne Klein für seinen Beitrag in der Diskussion. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Herr Strauß. Und ich darf mich revanchieren mit einer Buchsendung, die in Kürze nach Berlin abgehen wird. Herzliche Grüße und ganz, ganz vielen Dank nochmal. Dankeschön. Sie lassen